Wir sind da. Herzlich willkommen, Freunde. Wir sind wieder da. Meine Stimme ist ein bisschen in Mitleidenschaft gerissen worden von meiner Erkältung. Oder Corona oder weiß ich, was das ist. Corona. Ich backe jetzt mal schnell, ich flambiere den Motor. Dann schmeckt er besser. Jetzt stinkt wie Hupas. Ja, das ist beim Flambieren so. Ich hoffe, ich ging gut. Kaum zu hören, das ist okay. War das kaum zu hören? Ton passt, Bild passt, hoffe ich doch mal. Du bist aber immer Frank. Ja, könnt ihr ja mal sagen, ob alles gut ist. Da ist alle blau drin, Junge. Mann, wir müssen das heißen, sonst kriegen wir hier nichts los. Die ganze Öse drin gerade am brutzeln. Das brutzelt. Ich hab extra aufgedreht hier oben. Achso, das ist ja. Meinst du, da ist so viel Öl drin? Nein, weiß ich nicht. Der stand ja. Achso! Bevor wir anfangen, wir haben hier heute eine Feierlichkeit. Ja, wir haben eine ganz wichtige. Bild ist unscharf, sagt er. Der Esser wird 60, der Rennesser. Der ist jetzt 60 Jahre alt. Der ist jetzt genau 60 Jahre alt. Also wenn ihr was zum Anstoßen habt, wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Der Lange guckt zu. An den Langen, wir haben euer Paket bekommen, also von dem kleinen Lang quasi und von Nadine. Den Käse haben wir schon aufgefressen. Wir packen den nachher aus. Also Nico muss noch herbei sein zugucken, wenn wir auspacken. Mensch, die sind doch immer dabei. Na, der hat auch nicht geschrieben. Das sind doch welche Fans. Bild ist unscharf, dann machen wir machen anders. Wir machen mal wieder so hier, warte mal, ich stell den mal hier hin. Ja. Celine nimmt unsere Videos, das ist gut. Ostzocker, wir haben wieder ein bisschen Cola am Start, geil. So muss sein. Seid alle gegrüßt. Wir müssen jetzt versuchen, den Motor hier auseinander zu bauen, weil... Das wird ein Akt. Das wird echt ein Akt, den müssen wir noch... Naja, vielleicht auch nicht. Ich habe den jetzt auch schon ganz lange mit Rostlöser behandelt. Ich habe auch ganz viel im Zylinder reingeschüttet, so... 5 Liter? Na, das reicht wohl nicht. Und dann habe ich den schon auf den Ofen gepackt, den Motor, dass er warm ist, so, immer durchwärmt. Mhm. Und jetzt habe ich hier noch so einen Schlagschrauber. Da habe ich jetzt schon dreimal hochgeknallt, aber du siehst auch hier wieder... Die Bits, die der sind verdreht dafür, sie auch schon, verdrehen ne? Sie einfach, ey. Bricht mich schon mehr ab. Das ist aber wir werden sehen. Plunder, ey. Ja, Thomas ist da, die Osthocker sind da, Frank Zander ist da. Franki! Alle da, die waren. Unser Ofen Martinski ist da. Keiler ist mit dabei. Bild ist immer noch unscharf. Da musst du mal auf 1080p stellen, Alter. Bestimmt eure Einstellung. Also bei uns ist hier alles super. Guck nochmal rein. Eierlikör steht schon kalt. Ja, haben wir schon rausgestellt. Wir wollen ja nur Eierlikör auch noch trinken, den leckeren. Bei mir ist alles. Alle Glas, klar. Eierlikör soll ja gut sein für die Stimme. Dass das unscharf ist wegen dem Qualm und Dampf und so, meinst du? Das könnte sind. Aber da hatten wir noch die Probleme eigentlich. Ich guck mal kurz bei uns selber rein hier. Wenn ich hier mal auf volle Esse 1080p stelle und mach mal auf Play. Nichts ist unscharf, sagt er. Ja, siehst du. Pinky sagt, es ist nicht unscharf. Pinky hat die sagt die Wahrheit hier. Vielleicht liegt das ja an irgendwas anderes. Na, weil sie nicht auf 1080p gestellt haben. Kann sein, ich weiß das nicht. Scharf wie eine Peperoni, schreibt Tom. Naja, dann haben wir doch alle geklärt. Ich gehe an uns. Meine ich doch. Ja, wir sind ja nur da. Ja, lass uns jetzt 2 Sekunden warten hier. Bis so der Rest nachher getraumelt ist. Und dann können wir beginnen mit der Show. Die Show. Die Show muss beginnen. Die Show beginnt, Show muss beginnen. Wir waren gestern beim Löffel gewesen in Suhl, aber nicht beim Museum. Nee, haben wir nicht geschafft. Nee, schafft zeitlich mäßig so. Wir haben eh nicht alles geschafft, außer Schweißen. Ja. Wir wollten eine Sightseeing-Tour machen mit so einem Doppeldeckerbus, aber... Absolut nicht möglich. Nee, nicht auch. Guck mal, Keiler, vielleicht liegt es auch an seinem Pegel, sagt er. Was? Kein Junge, an seinem Pegel kann auch liegen. Kann auch sehen. Ja, Johnny, Augen wieder alles gut, siehst ja. Keine Brille mehr auf, das ist wieder alles in Lot. Johnny, wo bist du eigentlich? Berufsschule immer noch, Alter? Wir haben gesagt, du musst dir jedem Schein holen, du musst dabei sein heute eigentlich hier. Komm doch mal her jetzt wieder. Ich meine, jetzt sollen wir hier alleine alles machen oder was? Wir können doch mal kurz kicken, ob hier jetzt auch damit hier das Bild top ist. Ist immer noch top. Also das ist ja ein bisschen schlechter als das andere, aber das Heiko, ist ja Heiko, Heiko, Ermet. Krafti ist dabei. Moin. Moin, Krafti. Könntest du uns unseren Motor mal wiederbringen, du Klauschwein? Na, hier ist alles leer da oben, Alter. Ja, ja auch nicht. Eule bestimmt ist auch wieder. Eule ist auch dabei, Eule. 100%ig. Ja, Mann, ja, Auge sind wieder heile, alle wieder super. Die Frage ist, wie lange, aber... Na, wenn er frech wird, dann mache ich ihm die heute wieder kaputt. Das kann passieren, die Zähne am besten auch noch. Ah, 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 ah. Vorratsschrank, oh, der ist... kann ich mal zeigen. Also Thomas, Vorratsschrank, zeig dir mal, warte. Das war ja nicht so schlimm. Da geht noch was.
Also, was flüssig angeht, sind wir bald leer. Ja, flüssig ist bald alle. Flüssig ist bald alle. Also, aber wir haben ja ein paar Fanpakete heute gekriegt. Wir haben ja heute noch 2 Pakete zu aufmachen. Ja. Und die feste Nahrung sind wir noch gut gefüllt. Da haben wir noch genug da. Ich hab schon ein bisschen gehalten, aber. Ja, ein bisschen haben wir schon weggenascht. Schöner Schrank. So, warte, ich mach mal wieder den so hier. So. Schwer, so ungefähr, oder was? Ja. Gucken wir mal. Ja, 126 Zuschauer, da können wir dann langsam mal loslegen. Ich hab ja keine Lust, was zu machen. Eigentlich können wir halt nur labern und saufen, nicht? Ja. Na, ich muss ja fahren, das fällt aus. Mensch, eigentlich hätte er ja. Da haben wir nie dran gedacht. Weil die Aufnahme, meinst du? Der hätte ja ohne was nachsetzen können. Das war unser Fehler, aber dann. Müssen wir Timmy nochmal fragen. Ob Timmy das nochmal wicken kann. Wir haben ja hier. Was die Schweiz. So muss das, so muss das. Anders geht das nicht. Was machen wir zuerst? Na, ich würde sagen, zuerst sagen wir mal, was war wegen von letzter Woche noch mit den Rahmschweizen hier. Da können wir die Story von gestern erzählen, was wir abhängen, das mal hier beleuchten, würde ich sagen. Ja. Deswegen haben wir ja rote Banner hier umzuhängen da. Wir waren nämlich gestern. Warte, komm mal, wir machen mal wieder so, wie wir hier wohnt sind. Moment. Oh, wie man hier gewohnt ist. Da kann man besser eine Kamera zeigen. Machen wir so und so. Ich würde sagen, wir fangen an. Wir waren gestern, haben eine kleine Exkursion gemacht. Wir waren in Suhl oder in einem Vorort von Suhl. Wie Zeller oder sowas. Ja, ich weiß nicht, wie das hieß. Bei Onkel Alulöffel. Der hat uns ja letzte Woche angeboten, wir können rumkommen und er bratzt uns hier ein paar Bleche ein. Nicht, dass wir das nicht selber vielleicht auch hingekriegt hätten mit der Alu, mit der Osthocker-Jungs, aber wir wollten ja einfach mal hin und er wollte halt selber auch sehen, was los ist und wollte sich da die Bleche abnehmen, dass er die vielleicht in seinen Shop nimmt. Das wusste er noch nicht so genau. Deswegen sind wir da hingefahren, weil die Reise war cool und wie gesagt, wir wollten einfach mal hin und er war auch echt cool drauf. Wir wurden da super empfangen. Ja. War eine echt tolle Sache. Sein Team, was da war, waren ja nicht so viele. Die waren auch mega lieb. Also hat echt Spaß gemacht. Ja, war super geil. Er hat uns die Bleche hier eingeschweißt und hat uns die Nähte nochmal alle nachgezogen. Ich würde die mal versuchen, in der Aufnahme zu zeigen. Da muss ich mal kurz das Ding abschnallen. Und hat alle vorhandenen Schweißen, die da waren, mal nachgezogen. Nochmal nachgezogen. Wenn wir gerade dabei sind, nur letzte Woche wegen dem Technikproblem. Ich nehme jetzt die Kamera wieder in der Hand und wackel ein bisschen rum. Also wenn es bei euch wieder rumruckelt oder unflüssig ist, sagt mal bitte Bescheid. Dann müssen wir damit aufhören. Dann müssen wir uns das überlegen, wie es wird einfallen lassen. Ja. Also wie war hat er uns immer auf beiden Seiten so ein schönes Blech hier in ihr bratzt. Andere Seite das gleiche Spiel. Ja. Und dann haben wir hier immer die ganzen Schweißnähte, die überall sind, hat er uns nach ihr Wick war gewesen. Nach ihr Wick, ne? Das ist Wick, ja. Nach ihr bratzt. Wick-Schweißverfahren. Und nochmal am Steuerrohr so ein kleines Blech in die Schweißt und die ganzen Nähte einfach nachgezogen. Also absolut geil gemacht. Das ja, Ding, ist schon cool. Das Ding sollte jetzt nicht mehr reißen, sagen wir so. Naja, wenn denn woanders. Dahinter. Wenn denn woanders, ja. Ja, so, das haben wir gestern gemacht. Das war ganz cool. Das hat Spaß gebracht. Gut, die Fahrerei war ein bisschen viel. Ja, dolle, ne? Ich werde nächste Woche den Rahmen hier overtrollieren, ein bisschen behandeln noch mit irgendwas. Mal sehen, ja, das ist ein bisschen. Mal gucken, weiß ich noch nicht so genau, was ich da mache. Aber auf jeden Fall overtrollieren. Dann wollen wir nämlich nächste Woche damit beginnen, den Esser zusammenzustecken. So war die Idee. So der Plan. Dass mal wieder was nach Moped aussieht. Und unsere heutige Aufgabe wird sein, wie schon angekündigt, wir zerlegen diesen heutigen Motor, der wirklich komplett, da ist irgendwie jede Schraube fest. Ich habe, wie gesagt, vorab schon ein bisschen was eingejaucht und gemacht und getan. Und ich würde jetzt mal gerne damit anfangen. Einfach, ich hol mir mal schnell den großen Schraubenzieher von drüben. Hast du wieder nicht vorbereitet, nicht? Ja, na ja. Na, dann finde ich jetzt aber irgendwie nicht so... Ja, 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 ach na ja. Ich muss kurz im Detail so zeigen, so ein bisschen. Also das Ding ist echt total Bratze und Fratze und alles ist fest, was fest sein kann. Wir haben da schon mal versucht, so ein bisschen was zu machen, aber puh. Wir wollen mal sehen. Wir haben dafür unseren schönen Handschlagschrauber. Und damit würde ich mal versuchen, jetzt darauf zu drömmeln. Wir wollen mal sehen, nicht? Ob ich die Schrauben. Also, die habe ich vorhin schon mal ein bisschen angelöst gekriegt. Ich habe mal probiert. Du musst das jetzt festhalten hier. Warte, ich muss die Einstellung finden, dass ich nicht im Weg stehe, denn.
Ja. Warte, ich mach das mal irgendwie so. Ja, ja. Dann ruhig ein bisschen weiter runter auf den Motor. So. Ja. Wenn er so liegen bleibt, dann ist alles im Rahmen. So, leg mal ein bisschen, rum. Würde ich jetzt nicht. Au, hast du gerade bestickt? Ganz schön. Oh nee, Alter. Ich würde mal aufmachen. Mach mal bitte auf Kipp oder so. Alter, sind warm hier drin, wa? Haben die ja jetzt. Aua! Aber du hast doch gesehen, dass ich den warm gemacht habe. Was soll denn fest? Boah, pff, Alter. Wir haben noch Handschuhe gekriegt. Puh. Der Stift fehlt zum Halten. Hier, ich habe meine Schweißhandschuhe gekriegt. Wo sind die? Meine Husky-Handschuhe. Dann nimm mal. Oh, die sind gut, du. Heiko, Ermit. So. Ja, nee, ich muss sagen, gestern war ich der Schuldige, Thomas. Deshalb habe ich im Auto ein paar stehen lassen, die nicht so lecker waren. Ja. Du aber eben nur, ne? Du hast eben. Einen leichten. Sieht man uns noch? Ja. Warte, ich mach mal so. Oh, die geht. Oh, der kam. Geht. Der kam. Ich sag dir, Hitze ist das Beste. halt fest. Oh, Baller. Au. Oha. Au, der sieht nicht gut aus. Ja. Alter Schwede. Komplett Fratze, die Dinger. Alter, mach ich die fest. Ja, der kippelt doch wie Sau, du. Na, das ist, weil der jetzt hier so ausgefranst ist. Ja, ja. Mensch, bleib locker. Ich bin locker. Ey, du Scheiße, Junge. Dreh ab. Ich glaube, jetzt hat er verloren. Ich glaube, jetzt ist es abgerissen. So was er nicht fühlt. Nee, ist locker. Oh, jetzt ist aber das andere ab. Nee. Die Schraube an sich, aber. Der Schlitz, weißt du? Ja, ich hab gesehen. Aber ich muss ihn so weit rauskriegen, dass ich ihn vielleicht die Griffen jetzt nachrichten kriege. Mensch, halt doch mal richtig fest, Löcher. Das ist ja ein Bild, ja. Hab mal ein Stück Holz, pack das unter, dass er nicht kippelt. Da mal ein Stück Holz hierher. Da, aus der Kiste, mein Süßer. Ich bin noch kein Tischler, mein Freund. Was brauchst du für ein Stück? So ein Brett oder was? Oder ein Kantholz? Ja, ein Kantholz war gut. Kantholz kann ich nicht liefern. Mit Anti-Wegrutschvorrichtung hier schon, die Bauzeug. Ja, mach mal so mal. Ja, guck mal, was ihr dafür gemacht oder ja, was? Ja. Ah, oh. Gut, richtig gut. Oh. Dreck. Lass bloß den Deckel. Ich muss ein bisschen auf den Chatbuch gucken da. Die hat Kraft, die total zernudelt schon. Brauchen wir eine Fritten? Ich brauche so eine Fritten, ja. Die sind komplett hin. Das erste Baller hat ihr Kurt Manja für ihren lieben Mann. Ja. Und da hat sie sehr gefreut und sie hat auch gesagt, sie schickt uns nochmal so ein Dankeschön-Paket zurück. Dann so waren ihre Worte, ja. Nee, Manja hatte den Kurt für ihren lieben Mann Danny, glaube ich, bald. Ich glaube, Danny hieß der, ja. Haben wir natürlich mit einem kleinen Anschreien dazu noch gepackt und haben sie sehr gefreut. Hat sie sehr gefreut. Nee, da sind wir ja Kumpels. So, die hätten wir. Alter. Oh, guck mal, halt meine Kamera. Oh. Warte. Oh, ich muss da hingucken und da zeigen. Das ist schon. Oh. Ah, das ist wie eine Pratze. Alter. Unfassbar. Aber die ging, ja? Weil jetzt hat was gebracht. Auf jeden Fall. Was sagt Sascha? Sascha sagt. Mach den Scheiß mal warm, das Aluminium geht. Ja, das Ding ist heiß, der Motor ist heiß. Wir haben den Motor vorab schon heiß gemacht, wie Hund. Ich hab nicht ohne Grund meine Schweißhandschuhe an. Der ist heiß. Jetzt gehen ja auch jetzt ab. Ja, das war ja. Aber die waren eben schon so ein bisschen zerstört, die Schrauben. Deswegen, das hat die Sache jetzt nicht unbedingt einfacher gemacht. Nee. So, ich mach jetzt den Deckel mal ab. Ich bin gespannt, was hier hinter ist. Bestimmt Mäuse und Ratten. Warte, der kommt ja gleich ein bisschen näher. Das ist ja interessant. Ja, der Motor von Alter! Der Motor von letzte Woche in der Kraft hier mitgenommen, die Sau. Ey! Darf man sagen, so oder nicht? Ist das zu viel, Sau? Eile, guck zu. Deswegen frag ich ja, ich bin doch kein Vater. Guck mal hier. Alter. Da ist Peche drin. Junge, Junge. Peche, das ist komplett. Das Pulver kriegen wir ja nicht ab. Das können wir rausflexen. Alter Schalter. Alter Schwede. Da kommt nichts, ne? Da wirkt sich auch nichts. Ja, dann müssen wir auch heiß machen. Rostlöser ruf. Und dann gucken, was kommt, nicht? Haben wir Rostlöser noch da oder krieg ich Öl? Krieg ich mal in Tommys Bank kicken. Sag mal, gucken wir Tommy da. Ja, immerhin. Bei Thomas Pascal. Hier, ich noch ein bisschen Kältesprit, hol ich erstmal ruf. Also, denk dran, pass auf, wegen, wisst ihr. Oh. Ich hab hier noch Magic Eis Rostlöser, mein Freund. Den brauche ich. Der ist aber leer, gut. Der Moll krieg Öl. Hab ich. Kann ich liefern. Dann knarre ich danach ruf. Und dann hau ich nachher nochmal Hitze ruf. Haben wir auch übrigens im Shop Adinol krieg Öl. Adinol. Wolltest du nur gesagt haben. Das muss richtig flatzen hier. Das wird übel. Nicht, dass wir uns den
den Abzieher zerstören. Und den Lagersitz vielleicht noch. Für einen riesen Ritzel ist es doch nicht original, oder? Warte, doch, mal. Das sah in dem Video, was wir letztes Mal geguckt haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Zähne. Was war original? 15. 15? Nee, 15. 15? Ich seh nicht mehr genau. Im Reglement war die gewesen beim Esserrennen. Da haben sie der gesächt. Naja. Nun gut. Nun gut. Ha! Hol doch mal. Ja? So eine Wanne her, bitte. Eine Schwatte? Zwei Stück, immer weißt für noch, Öl. Weißt du noch, was ich dir vorhin gesagt habe? Vor dem Nein, Sturm? Weiß ich nicht mehr. Weißt du ganz genau? Nein. Dass du bitte vorbereiten möchtest, alles schon. Boah, naja, hab ich aber nie gemacht. Ich merke es, ich seh's ja. Komm, Bier, Trunk und Musik gehört. Zwei oder was? Ja, für das Öl und so. Hier ist nicht eine saubere mehr, Alter. Ja, ich kann die Dreck hier sehen. Nee, alle voller Öl, meine ich damit. Also, ist kein Witz. Oder voll Waschbenzin. Na, oder ja. So eine schwarze Kiste unter der Bank stehen auch welche. Hast du noch andere Lager dafür? So eine große, wisst ihr? Eine große? Naja, wo wir die Motorteile drin packen können. Da ist okay, nicht mehr da. Ich hab eine Durchsicht, ja, aber die können wir auch nehmen. Ja, ist egal. Nehmen wir die hier so lange, ja? Ja, ja, ja. Oh, Alter. Unfassbar. Grüß dich, Benny. Benjamin. Ja, Benjamin, ja. Alter. Gut, das war. Das war. Hat er verloren oder was? Weiß ich nicht, nee, ich glaube, ich hab verloren. Nee, scheiße. Abgerissen? Nee, abgerissen nicht, sondern eine Nummer zu klein gerostet. Du, der Motor wird laufen, Sascha. Anders geht das nicht. Wie rum soll der nicht laufen? Also wir hören erst auf, wenn er läuft. Nein. Was? Wieso soll der nicht laufen? Na warte, bin mal gespannt, ob der Motor, also ob der Motor mal läuft, drück dir den Daumen. Der andere ist der Mops vorne, ja, der andere ist weg, der wird aber auch laufen. Schätze ich mal. Der Motor wird schon laufen, warum soll der nicht laufen? Der läuft. Die machen wir ja neu. Ja, das Gehäuse wird benutzt und die Seitendeckel, der Rest ist ja dann... Ja, das wissen wir auch noch nicht. Schöne Grüße an Eichi von, ich kann nicht lesen, ich muss ja da nach vorne, von Dransen. Ich hab ja mit Entfernung heute zu tun hier. Oh, ne? Ja, ja. Alles nicht so einfach. Stück vor, ich geh mal ein Stück vor, kannst du so sehen, ja? Gut. Von wem sollst du begrüßen? Dransen. Ach, von unserem Kumpel hier, wie von heißt Nico's der denn nochmal? Nico. Nico hieß er. Genau. Hallo Nico. Liebe Grüße zurück, mein Freund. So, Alter. Manja hat eine wichtige Frage ganz unten. Warten. Hast du die Gitarre dabei? Nein, habe ich ja nicht dabei, weil ihr hört ja, was mit meiner Stimme ist. Ich habe mir mal überlegt, wir sind am überlegen, ob wir am Weihnachten am 26. vielleicht auch noch einen Livestream machen. Am 26. hätte ich Luft. Ansonsten nächsten Mittwoch. Da können wir gleich mal fragen. Also nächsten Mittwoch am 7. Also ich habe wirklich daran gedacht, Entschuldigung. Ja, alles gut. Wirklich heute Morgen, aber ich brauche heute nicht singen. Das nee, ganz ruhig. Hör dir das an, das ist ja furchtbar. Habt ihr ja gehört, Gott. Benni sucht eine Schwalbe, sagt er, aber keine Strich 2 sieht aus, sondern eine 1er Schwalbe sucht Benni. Wenn ihr da eine habt, dann könnt ihr ja ihn mal kontaktieren. Überleg gerade, warte mal. Nee, sonst haben wir gedacht, dass wir am 27. machen wir ja sowieso wieder Stream mit dem SA2, ganz normal. Ja. Und eventuell, wenn ihr da auch Bock drauf habt, würden wir auch am 26., also am 2. Weihnachtsfeiertag, abends noch einen kleinen Weihnachtsstream machen, so wisst ihr, mit zusammensitzen, ein, zwei Töpfer trinken vielleicht. Ja, und Eierlikör. Mal Eierlikör, ich trinken. Apropos! Ich muss fahren, ich bin heute raus, ich darf nicht. Oh. Hol mal so eine Bäcker raus, schütt mal ein. Warte. Weil es ist ja Weihnachten und so bald. Das ist Dienstag. Das ist Dienstag. Ja, da würden wir so einen Weihnachtsstream machen. Und am 27. Mittwoch streamen wir sowieso. Genau, Lamos fehlt noch den einen, der mit uns hier Bier trinkt und Eierlikör. Also noch einen. Und dann machen wir so einen kleinen Weihnachtsstream. Da müssen wir aber noch überlegen, ob das was wird. Da muss ich zu Hause noch mal fragen. Steffen sagt, der Wander kam an. Super, geil. Geilo. Sind das die Becher hier vielleicht eventuell? Ja, guck mal hier. Na ja, klar. Ich guck doch nur hier rein. Na ja, sicher. Aber hallo. Hier. Aber Hallöchen. Ach, wir haben noch was zu erledigen, wenn ich gerade hier am Tisch gucke. Moment. Ach so, mach mal, was machst du?
Wir haben hier noch von Alulöffel für unsere Stickerwand hier coole Sticker gekriegt. Immer Inia und immer Inia. Übrigens, Weltend ist, seine, ist sein Schweißevent. Der macht so ein Schweißevent. Das ist am gleichen Datum wie Simson-Treffen in Suhl, auch in Suhl leider. Deswegen kann er nicht kommen zum Treffen. Jo. Zur Ausfahrt nicht. Aber ich glaube, wer Bock auf Schweiße und so hat, der kann erst da an der richtigen Stelle, auf jeden Fall. Ja. Und wer Bock auf Trinken hat, der kommt zu uns. Nach Simson Suhl. Ey, knall die wieder hier oben, rufst du nicht? So hier, guck mal. Wieso wieder? Ich meine hier in der Ecke, weil hier Platz ist, meine ich mir wieder. Oder soll ich ihn hier rüber knallen? Ja, dahin. Hier, ja. Du musst nur wegen mittig gucken. Das, oh. Das kannst du. Das kannst du gut. Ich bin so aufgeregt gerade. Weil es voll schief, das sehe ich von hier schon. Ist doch ja. Schief ist Englisch, Englisch modern. Naja. Modern muss es sein. Soll ich den Duftbaum auch gleich aufhängen hier, falls es ein bisschen wieder heute nach Kacka stinkt? Nach Kackusch. Nach Kackusch vielleicht so möglicherweise. Hat er dir noch keine Ähnlichung? Na, ich musste gerade Sticker aufkleben. Was ist nun wichtiger? Ich dachte, ihr wollt euch vielleicht zusammen einen einschenken, wisst ihr? Deswegen war ich da so ein bisschen noch am Warten. Du musst hier meinen Motor auseinanderbauen. Alter. Ja. Hoppa. Oh, riech mal, der riecht nach Schweißen. Ja. Nach Schweiß. Ich häng die mal hier oben an, nicht? Ja, mach das. Schön mal in der Nähe hier, damit der schön mal abziehen kann, ey. Ja, mach das. Ja, mach das bloß. So, zack. Gesundheit, krank. Aber reiß die ein bisschen zusammen, bitte. Krank sind's. Wir mögen den nicht. Krank sind's. Alter, die Pest. Ah, oh, so. Soll ich mal einen inschütten, oder was? Frag doch nicht so dämlich. Alter. Ich kann dich ausrasten. Erst schütteln, gut. Alter, diesen Motor kriegen wir niemals loser, Alter. Meinst nicht, ne? Wie machen wir denn? Ich würde mal versuchen, die Kurbelwelle zu drehen. Vielleicht reiße ich ja dann auch gleich den. Die Schraube. Aber lass mir, bevor du abreißt, würde ich näher aufleuchten. Lass mal kurz erstmal einen Lütten trinken. Na, ich probier mal erstmal kurz, ja? Ganz nee, dann musst du mit Gefühl. Ich bin doch, mach doch mit Gefühl, bevor du reißt. Ja, ich muss aber das voll drauf haben, eine Vollaufnahme hier. Mit findest du gut, ne? Ja, oh, muss ich rumkommen. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Geht oder? Geht nicht so. Das Problem ist, dass jetzt, es ist alles fest, es ist der, die Polrad- und Lichtmaschine festgerostet, der Kolben im Zylinder jo. Und wahrscheinlich der Primärantrieb auch. Das heißt, ich würde mal versuchen, das Polrad runterzuziehen, vielleicht ist es ja auch nicht so. Wir werden sehen. Sprach der Blinde. Zum Taubsturm und er antwortete mit, du hast recht. Ehrlich? Macht das nicht kaputt. Schweig. Stinken durch, muss ich sagen. Wer? Na, Kackusch. Was ist ekelhaft mit euch? Hier, ich soll mehr. Guck mal hier, so, bitteschön. Oh, Alter. Zum Glück hast du den Duftbaum. Ich habe eingeschenkt. Ich würde mal kommen wie eine Stimme. Ja. Du hast den 360er hinter dir an. Kannst da rennen, stoßen. Mmh. Das ist der Jute. Machen wir den noch einen rein. Ich sehe, du aus Nordhausen. Wer hat denn, Yvonne hat uns den geschickt und Timo. Zwei Stück so, ja. Also das reicht für die nächsten zwei Tage. Oh, Alter, du hast nur den Song, Alter. Ich höre auf zu spinnen. Oh. Oh. Alter. Lösche. Nee, das ist die Wahrheit. Reise zusammen. Ich kann nicht zusammenreisen, weil das ist wirklich unaushaltbar. Mann, das kann nochmal alles passieren, ey. Ja, wäre schön, wenn nicht so oft passiert. Die Windegänge sind verrostet. Welche? Vom Polrad! Warte, ich versuch das mal hier mitzunehmen. Komm mal mit rum. Die will ich mal versuchen, ein bisschen frei zu schrubbeln, dass ich ihn angesetzt kriege. Ich muss das mal kurz immer so drehen zu mir so. Wisst ihr, was das gibt? Nee. So eine Windefeilen gibt das. Ah, zum Nachfeilen? Ja, also so ein bisschen drinfeilen, wenn du sowas hier hast. Ach so, die Kiste der Mains, ja. Mhm. Muss den ja nur angesetzt kriegen. Geht? Oh, geil, geil. Was wird das für eine Schlüsselweite sein? Stehbolzen raus und zum 100 immer 360 Grad. Das ist der Plan. Genau, der lange, das ist der Plan.
So haben wir ja auch gesagt. Das haben wir letztes Mal genauso gemacht, hat geklappt. Dann drehen wir ihn mal rum und dann ist gut. Alter! So. Niklas, grüß dich. Gib mal eine Prognose. Geht jetzt der Abzieher kaputt oder zieht mal den Polrad runter? Die Knarre geht kaputt, sag ich. Knarre geht, nee, das glaube ich nicht. Der ist von HZ, du weißt ja, manchmal haben wir schon Probleme da. Alter, das ist ja. Nee. Immer Yippie. Alter. Er geht weiter gedreht. Ja, mach ich den Abzieher kaputt. Ach, glaube ich nicht. Schon habe ich ihn, na klar. Das, wenn, dann würde die Windrüsten rausreißen, glaube ich. Na, ist ja so. Hier. Also von der Aufnahme meine ich jetzt, aber am Polrad. Nee. Mann. Alter Falter. Profi-Abzieher. Alter. Den Newton. Du, ich würde mal kurz an einen Abzieher holen. Ne? Ja, mach mal. Vielleicht ist er ein bisschen stabiler. Alter Falter. Ach, warte. So. Ich komm mal gleich wieder, ich guck mal kurz den anderen Abzieher. Ja. Mach mal in der Zeit nicht so viel, sonst ich will dabei sein, aber kaputt. Unfassbar. Versuchen zu drehen. Kannst du vergessen. Alle Achtung. So, ich habe jetzt hier mal an einen Abzieher geholt. Hier. Ja. 10305A ist hier von MZA, so ein Jans Juten. Der soll stabiler sein. Du. Der hat sich sehr. Oh, der kann ich mal kurz zeigen in der Kamera. Alter. Falls die Leute sich nachbestellen wollen, haben wir natürlich im Shop drin. Und zwar, warte mal. Der hat hier nämlich so, ja, ich mal das, kurz darstellen kann. Hier so eine. So muss ich halten. Dass du da direkt gegen drückst, quasi auf mehr Fläche. Mit ein bisschen Spiel, der drüber austariert und gerade ist, ist schon ein Ticken besser. Ich mach mal heiß. Mach mal heiß erstmal. Ich dreh besser die Stimme mit Eierlikör. Ich dreh den mal raus. Ja. Ja, der hat voll mehr Zunder. Jetzt guck mal, richtig härtet aus. Das ist härter Stahl, du. Versuchen wir mal, oh, pff, stinkt, versuchen wir mal den. Das muss jetzt stinken, der nützt nichts. Oh. Alter Vater, Junge. So. Luftdruck, sagt Krafti, aber ja, stimmt. Aber kannst du ja nicht wirklich gegenhalten. Also mit dem Luftdruck hier mit der. Wer ist das immer? Schlachi oder was? Mit dem Schlachi. Und dann ihr kontert, aber. Du, da hast du ein bisschen mehr Druck, da hast du immer so einen Ruckel. Ne? Das ist ja, das ist, Schlachi ist immer ja nicht schlecht. Soll ich dir mal einen Schlachi holen oder was? Ja, probieren. Den wird der Inge halten, nehmen wir nur Ruff. Ja. Krafti, wir nehmen mal einen Schlachi, mal gucken. Das Ding musst du am Wasser gelegen haben oder was? Das Ding hat irgendwo in der Esse gelegen oder sowas. Wir machen mal auf vorwärts drehen und dann auf Stufe 3, das ist voller Esse eingestellt schon. Ja. Brauchst du nur 17er Nuss und einen Schlüssel dafür zum Halten, ne? Das ist mehr als 17, oder? Ist das 19? Ist 17? Nee, ist 19. Ist 19. Soll ich mal 19 Nuss rausheben? Ja. Ist das 19? Ja, 18, ne? Kann auch sein. Nehmen wir 18er. Jetzt müssen wir gespannt. Jetzt mal gucken. Komm. Alter.
Alter. Sieht besser aus? Guck dir das aus. Ist ja nicht, ne? Kommt kein bisschen. Doch, der ist gekommen schon. Ist er gekommen? Ja, der kam zum Anfang, aber jetzt klemmt er wieder. Die Hitze hat vielleicht auch ein bisschen was gebracht. Ja, der gefällt nur noch. Wie sau, du. Ich guck mal kurz, wer die Kommentare da sind. Mach mal Kompressor an, wieder immer. Warte. So, hallo Eiche und Glösche. Ich baue gerade einen K50 auf und habe eine Menge Teile bestellt. Mit der Bitte, Autogramm von euch beiden. Das lag dem Paket auch bei und zu meiner Verwunderung sogar, und mit Freude sogar ein Weihnachtskalender signiert. Ihr seid die geilsten, vielen Dank, liebe Grüße, Markus aus Premnitz. Ja, Markus, gerne doch. Gerne. Wenn du eine Frage kommt, machen wir sowas natürlich gerne. Natürlich. Das ist ja unsere, da freuen wir uns ja immer drüber. Was haben wir noch? Ja, heute ist er mit Rauchzeichen, ja, das ist hier drinnen auch gerade ein bisschen stinkig. Also enge, dünne Luft. So, Kompressor mal gucken hier. Ja, sehr gut. Ich guck mal kurz nach Kompressor. Kleinen Moment. Lass mal aufpumpen, lass das mal auf Druck aufbauen, oder nicht? Ja, komm, Junge! Mal Druck vorhin kurz, würde ich sagen. Ne? Ja. Willst du meine Handschuhe mal haben oder was? Mm, ja. Die sind aber Kindergröße, nur für mich. Also das, muss mal gucken, ob sie dir passen. Boah, der kommt so. Kommt er, ja? Ich glaube, ja. Ja, guck mal, ja, klar kommt der so. Alter Vater. Ha. Alter, guck dir das an. Unfassbar. Warte, der kommt mal ein bisschen näher vielleicht, wa? Der Kondensator ist noch gut. Den können wir noch nehmen, sagst du? Jo. Das soll auch haben, großartig, ne? So, warte, versucht mal ein bisschen den anzufangen hier. Unfassbar krass. Das ist ja total, Alter. Komplett. Oh, guck mal wie breit jetzt den Winde von der Kuppe wir eben jetzt haben, ne, mit dem Abzieher. Ja, ja. Na, überleg mal, dass wir da jetzt Sänger aufgeschickt haben. Auf jeden Fall haben wir gerade bewiesen, dass die Abzieher, die 10 Rennen mit 5 minus A minus S ist es, glaube ich. Ja, die können. Die taugen was. Also die taugen was. Der kann. Der kann. Soll ich irgendwie hinhalten noch an einer Seite, oder? Ja, halt mal fest, wenn ihr redet. Ich muss mal kurz, du musst nur wegen Film gucken, ja? Kann ja nur eins gleichzeitig machen. Und ab und zu müssen wir auf den Chat auch gucken, ja. Weil ich das vergesse manchmal. Yo. Aber ich glaube, der wird uns dann schon vor der Regie zurufen, wenn er was dabei ist. Ich bin da. Halt mal fest. Halt mal gegen. Oh. Alter, der dreht doch falsch rum. Der dreht doch zu, oder was? Der muss nach links, weißt du, ja? Ich hab nur. Ehrlich? Ich sag's nur für einen Freund. Nee, der ist locker. Oh, die Schwungscheibe ist heiß. Mensch, was machst du denn da? Nee, ich bin ja leicht mit dem Arm hingekommen, so dezent. Yippie. Zero bewegt. Hat er, ja? Okay. Könnte sein, dass es klappt heute hier. Moin Matthias. Moin The Bars, Mann. Sorry, komm. Geil. Ich sehe gleich, die letzte Schraube reißt den Bit ab, Alter, Bit ab. Ne, sind ja alle drei gewesen. Achso. Lass erstmal die rausbauen, die Grundplatte. Muss doch hinhalten, ne? Ja! Ja, kalt nur gegen, mein Freund. Ja. Ja, man könnte nur eine Schraube zwingen, den zu fixieren, aber die haben wir jetzt gerade nicht mobil da. Löschen kann auch mal was machen. Müssen meine Pfoten, die so wie Schraubzwingen sind, herhalten. Ja! Das ist anders, sieht halt nicht. Nein. Ja, das ist schon krass, was da rausgerieselt kam, ne? Also, das ist unfassbar. Ja heftig. Und ich will nicht wissen, wie es innen drin aussieht mit Triebe. Ich kann mir vorstellen, dass du auch eine Dreck reinkommt. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Halt mal mit die. Ich halt die. Oh. Roter Schnee, ja. Alter Vater, Junge. Unfassbar. Das ist schon heftig.
kriegen wir drunter? Ja. Ja. Muss ich nochmal halten oder was? Oder? Nö. Gut, gut, gut. So, das ist. Hagen ist dabei. Hey, Eichi, Alex und Mikro. Mickey Maus. Er ist ja live dabei, aus seiner WG in Zehlendorf, sagt er. Hallo, unser Freund. Sonst freust du dich mehr, wenn Hagi dabei ist. Ich bin ein bisschen konzentriert. Ach so. Ich bin heute noch nicht so gut drauf, weil ich. Er hat wohl schon gesagt, du bist heute ein bisschen ruhiger als sonst. Ja, weil ich ein bisschen angeschlagen bin, gesundheitlich. Sei dir verziehen, würde ich sagen. Ja, und. Auch müde und. Und trotzdem sind wir da. Genau, und konzentriert. Weil. Das so ist. So, jetzt gucken wir mal, ob wir Dritzel runterkriegen. Warte, warte. Du drückst da falsch rum, oder was? Ah! Ist ja falsch rum, Wende, ne? Nee, ist falsch rum. War ja falsch rum, Wende. Da muss so ein Abzieher drin liegen in der. Ich soll mal gucken. Ja. Ich bringe am besten gleich mal den Druckluftstaubsauger, oder? Mit, war wegen Absaugen. Ja, 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 ja. So, wo haben wir denn unser Esserschubfach? Da. Was ist das er hier? Guck mal, ob das er hier ist. Ja. Ja, ist der. Hände wie Schraubzwinge, nicht wie Wäscheklammern. Ja, zeigt doch, siehst du? Jonny ist wohl auch krank, hat auch einen Schnuppen. Die haben alle Schnuppen. Ich hab euch angesteckt, hat er gesagt. Aber ja. Kann sein, ja. Ich komme jetzt gar nicht an mein Bier da hinten ran im Kühlschrank. Ich würde jetzt mal das aufmachen wollen. Oh, hoppa, das Ding ist gut, ja. Ist ja gar nicht so schlimm. Aber wir sind doch noch nicht beim Zylindri. Johnny ist schuld. Na klar ist Johnny schuld. Wer denn sonst? Ja, nein, das ist ja wohl logisch. Immer der, der nicht da ist oder Saustift sowieso. Redest du denn? Ich hatte den Staubsauger vergessen zu holen. Naja, ist nicht schlimm. Können wir zum Schluss holen. Ja, bevor wir die so, Pakete... halt fest! Warte, wo denn, Mann? Ich muss meine Huskies holen. Mensch, halt fest. Mann, so heiß ist der Motor jetzt auch nicht mehr. Nee, aber der ist dreckig, wieso? Oh. Ich warte erst bei der Maniküre. Wo ist der Stift heute? Der Stift hat Berufsschule. Berufsschule. In weit, weit weg statt. Lässt uns hier einfach hängen. Der hätte so viel lernen können, ey. Oh, jetzt warte, ich muss aufstehen. Steh doch auf. Nutzt ja nicht. Nee, leg ihn mal so hin. So? Ja. Warte, so, mit dem Zylinder hier rutscht. Ja, ja, Naja. Ja, das, like, lass so. So, ist gut. Laszlo. Laszlo. Jawoll. Der Schlag ist echt geil. Nee, Leute, der Stift ist im Chat mit bei, ja. Der guckt halt von weit weg dazu. Aus seiner Schule, von der Berufe. Alter, Vater. Ah, die Schrauben sehen doch gut aus, ne? Schön eingeölt, guck mal. Ja, ja, ja. Die fünfmalige Frage, warum bist du so kräftig? Das ist final, oder? Ja. Ich sag echt, das so kräftig, weil er immer Spinat aufgegessen hat. Weihnachtslied vom Tannenbaum. Das wäre so ein Ding, das könnte man machen am 26. Nee, kann halt nicht singen, ich hab da meine Stimme jetzt durch. Heute wäre so ein bisschen so. Nee, das wäre nicht so gut. Gesundheit, Leni. Ist vorbei, sagst du, ja? Na, vorbei ist nicht. Noch nicht. Der Esser muss noch fertig gemacht werden. Ey, Ronny, vielen Dank. Hast du eine Ölschale? Nee, hol mal eine Ölschale, falls jetzt Öl drin ist. Ich guck mal, einer, du nutzt das schon, wa? Einer mit Öl. Das ist das ganze Jahr, ich hoffe, wir können das Öl da irgendwo drin ballern. Obwohl, ich schütte mal um, dass wir sehen können, wie das aussieht, das Öl, was drin war, sehen sollte, wenn könnte und so. Und putzt du, kam schon Öl raus. Oh, warte, warte, mach nicht so schnell, Junge. Mensch, ich bloß jetzt. Du bist schon wieder aufgeregt, du bist verschwitzt. Aber ich sag dir eins. Ja? Dadurch, dass da Öl drin war, die letzten hat, 120 hat Jahre. Hat sich schön konserviert, die Scheiße. Jawohl. Da könnte nicht ganz so schlimm sein, vielleicht. Der Triebe wird gut sehen. Weil Schildkröte lebt, Löschel, frag mal Eichi, achso, warum er so kräftig hat, du schon gemacht? Nee. Warte. Blub. So, lass ausbluten, den Bock, erstmal ein Bier trinken. Achso, oh, Puh, das bockt aber, Alter. Das ist ekelhaft, Junge. Hast du eine Kamera schon gesehen, zeig ich kurz mal? Ja. Was meinst du? Da, wie das aussieht.
Weiß. Ja, das sag ich doch. Weiß. Achso, weiß jemand von euch, was es sein kann? Weil mein N54-Motor läuft im dritten Gang wie ohne Öl. Sehr hart, aber Zahnräder sind top, aber nur im dritten Gang. Und der muss den dritten überspringen, hast du doch nicht mein Problem. Nee, das sagt mir gerade ja nicht, muss ich sagen. Ist das der, N15-Motor? Ja, ja. Wie macht der Geräusche oder was? Na, nur im dritten Gang, sagt er, da läuft er so, als wie wenn ein Kind Öl drauf ist, als wie schon gesagt. Aber nur im dritten halt. Aber die hatten verschiedene Zahnräder gehabt, das weiß ich, von der Verzahner, also vom SA50, SA80, SA51-Getriebe. Die passen trotzdem irgendwie, aber... Und guck mal, ob das Spiel auch richtig passt, das hatten wir ja neulich auch. Genau. Dass die Spiele nicht richtig in die Jungen haben. Du bist vor der Kamera, siehst du? Oh, ja, nicht gesehen, Moment. So. Die Schrauben können ja alle weg. Sperrbarmotor ist M54, oh. Ja, aha. Ja, da, Na, weißt du, wie viel das sein kann? Ja, ja. Da könnte man jetzt so eine Prognose haben, ja, keine Ahnung. Man muss ja mal wissen, was ist die Vorgeschichte vom Motor, was ist da passiert. Richtig, richtig. Nickelchen ist dabei. Hast ja. du gerade mitgezogen? Nein. Alter, nö. Ich musste jetzt aber lang gehen wegen mir holen. Ich will nicht. Ich brauch. Ich hab. Was hast du, was brauchst du, mein Kleiner? Oh, ich muss aber echt sagen, das Öl stinkt ja wirklich bestialisch. Das ist richtig beißend. Das Öl, ne? Hast du noch ein Öl oder brauchst du? Ich würde das mal trinken. Ja, lass mal hier. Warte, ich mach nochmal hier mal ein bisschen sauber. Das macht mir nicht. Ich hätte ja auch den Saubsauger geholt, aber. Boah, ist ja so viel hier, guck mal. Lass doch mal auch jetzt schon mal ein Pennpaket aufmachen, wa? Ja, können wir eigentlich machen in der Zeit. Ich räume schon mal raus. Nee, da haben sie recht. Danke, da habe ich auch mal recht. Ja, ich würde mal das noch in Schrott hauen hier, dann können wir gleich machen. Ja, ja. Fanpost, lass mal weg. Ich werde ohne ein Eierlikör drin. Der tut dem Hals gut. Kannst du das mal da. Ja, hier danke. Hinstellen, meinst du so? Ich werde mal ihn einschenken. Bevor es nachher zu spät ist. Ich muss weiter. Ich muss weiter gucken hier. Boah. Weil wenn es nur ein Dreigang ist, dann kannst du vom Betrieb kommen. Nur ein dritten Gang ist der. Kann doch von dem Betrieb kommen. Krafti sagt, ob der Motor gemacht wurde. Müsste man wissen, ne? Ja, wurde revidiert, sagt er. Ah, macht er schon. Also er hat neu revidiert gekauft. Ja, wir haben auch schon sehr viele Sachen neu gemacht, gekauft, aber... Ich kann mir vorstellen, was ist. Was? Da ist doch... immer das letzte Zahnrad, was du oben rumschiebst. Ja. Nee, es ist der Sperrmotor, ist der Vierganggangmotor oder nicht? Ja, spielt ja keine Rolle. Ist ja trotzdem immer, ist ja an dem letzten Zahnrad wurde 6000er ja, aufgedrückt. Aber ist ein Vierganggangmotor. Ja, das ist ja auch. Beim S50 hast du im letzten Zahnrad im dritten Gang den Bund dran. Ja, genau. Im Sperrmotor hast du dazwischen noch. Das Zwischending ist ja das Problem. Im vierten macht der keine Geräusche, sagt er. Ach so. Ja, deswegen. Dachte ich auch erst, aber. Weil das hatten wir doch neulich auch. Es sei denn, ich bin jetzt falsch mit Sperrmotor im Viergang, aber nee, das war ja so. Wechselt immer wieder. Eigentlich ist so kräftig, weil der Esser so viel Leistung hat. Nein, noch nicht. Ja, bestimmt, wo ist der Tannenbaum, der singen kann? Das soll man machen. Der Sinn des Tannenbaums ist weg. Nein, den habe ich nur dahinter gestellt. Cool, wegen Fenster aufmachen. Den Fenster aufmachen. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one more open sleigh. Hey! Text nicht, ey, bei dir ist so geil. Ja. Dann singt man einfach irgendwas. Hier können wir auch noch Hitze drin schicken, wie die kaputt. Echt, ja? Das ist einfach rüstet hier. Boah. Soll ich mal machen schon? Na, lass mal erstmal ein paar hier aufräumen. Ach so, ja. Und den Fanpaket da. Ich würde das mal alles in Schrott schmeißen. Ich würde mal fragen, ob Nico gerade dabei ist. Nico, na klar ist der dabei. Oh. Ha. Ja, wenn sie nicht dabei sind, muss ich schreiben. Komm rum, wir machen jetzt euer Paket auf. Also Nico und Nadine, wenn ihr dabei seid beim Langen, dann schreibt mal kurz drin. Wir machen euer Paket jetzt auf, so gleich so. Wo ist denn jetzt, man? Was suchst du denn? Ach, mit euch macht das alles keinen Spaß mehr. Ich glaube, ich höre bald auf. Jo, Nico ist dabei. Jut. Der macht doch diese ganze Moped-Scheiße, ja? Macht überhaupt keinen Spaß mehr. Nee, ne? Nee, kotzt mir an. Ich hasse Mopeds. Ich hasse Motoren. Ich finde das alles scheiße. Was ich gut finde, ist Kreidler und Puch. Das mach ich gezündet ab, mach ich auch noch. Aber diesen ganzen Simson-Mist, damit bin ich, glaube ich, durch. Hören wir auf, sagst. Ja, weil. Für was? Für was? Alles ist verrostet und. Komm her, halt fest hier! Wo denn? Ding. Oh, der kann wirklich, der, klar, der Abzieher ist gut. Oh, hat der Sänge gekriegt. Unfassbar, Junge. Halt fest. Alter, spannende bloß einen Spannstock. Schraubstock. Können wir ja denn noch? Können wir denn noch? Nee, will ich den Schrott hauen jetzt. Ich mach schnell. Ich räume schon weiter auf. Das ist Schrott hier. Ja, ich bin ja mein Grundschrott. Schrott. Kann weg. Die Halterung brauchen wir noch. Was ist mit los? Ich pack mal die wichtigen Sachen hier hin. Ja. Jingle Bell. Jingle Dings. All the way away.
All my times you historize, one more open slave. Yeah! Ich sing dann einfach irgendwas. Du singst immer irgendwas. Nee, ist das alle ideal. Das ist ein Riesenballermann-Ritzel gewesen, ja. Jo, ist das ein geiler Abzieher, ey. So, das brauchen wir noch. Die Sache ist aber jetzt schon in der Mitte krieg ich jetzt aber. Und der Eckler hat die Decke. Ja, der sieht doch gut aus. Da geht was mit. Naja, wie auch immer. So. Fatsch, keinen Stoß da hinten, nehmen wir da. Ich hab über den Abzieher lamentiert. Oh, was denn? Wie jetzt? Na, wie gut der ist. Ach so, ja. Die packe ich mal zu den wichtigen Sachen. So. Den stelle ich mal kurz hier rüber, ne? So History, so it's you, I wanna watch you go up and straight. Ey, gib mir mal einen Flaschenöffner. Klar, halt weg hier, die sind alle Fratze. Danke! Vielen Dank! Soll ich dir den Feldschlösser in den Ofen machen? Oh, das wäre mal aufmerksam. Du denkst auch an alles. Ich denke an dich besonders immer. Mhm. Hier, mein Kleiner. Danke, Feldschlösser. Das war da früher mal so eine Assi-Brause, oder? Würde ich auch sagen, nicht? Nee, aber hier steht Ökotest sehr gut. Ich hab auch Feldschlösschen, aber halt den Urbock Starkbier halt jetzt mir gegriffen. Na komm, wir probieren mal. So schlimm wird schon nicht sein. Prost. Auf euch. Männer. Oh, das ist aber. Das ist wirklich Bockbier. Das schmeckt gut. Das ist richtig kräftig, das ist gut. Du, hier steht drauf Männelbier. Männel, also für Männel, ne? Wie viel Umdrehung hat denn das Zeug? Ich hab 7 Atü, glaube ich. Was? Ja, 7 Volt hat er drauf. Das ist ja ein Likör. Das ist Starkbier. Ach so. Schmeckt das denn mit so viel Zeug drin? Ja, das ist gut. Ich mag das ja, wenn man da so viel Sänger drauf ist. Ich werde mal ein bisschen Hälsenmann schon nehmen, obwohl ich habe Angst, dass es in eine Flamme aufgeht. Ja, dann lass. Ach komm, noch ein bisschen. Mach kein. Los! Das Öl, Junge, Alter! Das ist doch scheiße, ja! Lass das sein, bitte. Mach das nicht in meiner Gegenwart. Boah, ey, du bist aber ein Spielverderber geworden. Ja, nicht live, nee, wir wollten nicht ja. Live, haben wir gesagt. Wir wollten noch, Stimmt doch gar nicht. Haben wir nie gesagt. Wir nicht. Zähl so Mist. Eigentlich wollen uns alle sehen mit Leon. Na klar. Kriegen wir noch einen Vertrag mit Monster Energy. Die wollen uns sehen, wie die Motoren sprengen. Wir bauen die nicht mehr auseinander, wir sprengen die jetzt. Wie die ollen Offroad-Typen. Die sprengen da mal ihre ollen Reifen rauf, dann, wenn die ja. In der Wüste da stehen, dann rums. Und so machen wir mit den Motoren. Jetzt machen wir zu sauerin und dann krachen wir ihn auseinander. Silvio, sag mal, klar, das vertrage ich schon. Das krieg runter. Da bleibt mir auch keine Sorgen. Ach, na klar. Na, gibt's nächste Woche Glühwein, Johnny? Dann gibst du Glühwein aus, oder was? Oh, Johnny, das ist aber eine gute Idee mit dem Glühwein. Könnten wir hier nicht machen. So, machen wir Nico sein Paket hier ruf. Wollen wir nächste Woche wirklich eine kleine Weihnachtsrunde machen und dann mal einen Glühwein trinken? Ja, ich bin dafür. Ich wäre auch dabei. Lass mal Festtag am 26. Wenn ich Zeit abends. Ich hätte auch abends Zeit. Also würde ich mir Zeit nehmen und so 1-2 Stunden. Naja, ja, aber der dann hier eh wieder bis um. Ja. Aber ist ja egal. Nimm gleich wieder Luftdruck mit Schlitzaufsatz, sagt Kraft. Ja, aber ich glaube, wir haben für die. Haben wir, glaube ich, den, nicht. Dingsbums gehen. Doch, im HZ-Dings ist es für den großen Aufsatz. Aber soll ich dir mal sagen, das ist ja jetzt keine schlechte Idee. Aber bei den Schlitzschrauben, du kriegst ja so viel Druck. Du rufst immer ab. Genau. Der Druck und bei dem anderen, da schlägst du mit dem Hammer auf und dann presst ja. Der sich automatisch ran. Ja. Das macht sie ganz gut. Ich schicke da gleich noch mal ein bisschen Hitze rein. Und dann kloppt man da mit dem Hammer auf und mit dem Ding. Aber keine Löschdecke? Doch, unser Vorhang ist ein Löschdecker. Haben wir letztes Mal gesagt. Das ist ja aus, nicht aus NASA-Stahl, wollte ich gerade was sagen. NASA-Stoff. NASA-Raumfahrt. Beschichtet mit Montistein. Genau, Montistein. So, ich mach mal die Kamera hier umschalten, wa? Ja. Und dann kannst du, Nico ist oben drauf gleich. Ich hab jetzt da oben gepackt. Jetzt muss ich wieder raus mich kämpfen. Oh. Dann würde ich da mal anfangen mit Nico und Nadine. Von Nico Nadel. Und Nadine. Ansteck Nadel. Übrigens, Nico und, also Nico ist, Der gute Mann, der unsere Phylinder frisiert. Ein bisschen Zucht drin gibt. So. Jetzt ist mir gespannt. Ich kotze mal an, dass er für Löcher und Aido steht, weil. Da ist für mich ein Opel was dabei. Ja, ne? Ja, riecht mir auch ein bisschen. Das kannst du nicht leiden, nicht? In Zukunft wäre okay, wenn die nur an mich adressiert sind. Das Gute ist, dass die Post bei mir zuerst ankommt. Guck mal, Paket im Paket, das ist natürlich auch geil. Nee, das ist so gemacht. Ja? Mhm. Du müsstest vielleicht eh den Schrank freiräumen. Ach, uff. Na, guck dir das mal an, was hier abgeht. Na, hol mal nach und nach Hause, stell mal hier vorne bitte, drapier mal hier vorne hin. Dann kann ich das mal Mr. sehen. Brownies, Alter, kleine White Chocolate Brownies, Alter, geil. Ja. Oh, das ist was für dich hier, mit Jalapenos drauf, hier so eine. Irgendwie so eine, was könnten das sein? Dann drehen wir um. Ach, Takis oder was? Die sind doch mittlerweile hier voll Inhalt, noch nie gefuttert, aber die sollen wohl gerade voll ja? Im Trend sein, ja. Geil. Oh, richtig geil, Alter. Da freut mich. Mm. Alter. Oh.
Oh! Big Shock. Haben wir nicht gerade vom Monster gesprochen? Gold Caro Carbon. Nee, was kann das? Das ist doch Energietrink oder was, ja? Ja? Glaube ich, oder was? Ich hab da keine Ahnung von. Gib mir her, ja. Ich kann lesen. Zwei Döschen. Zwei Döschen. Oh, hier ist aber was, Young. Oh! Hier, ihr gebrannte Mann. Oh, die ist. Oi! Gib mal her. Oh, richtig lecker. Oh, okay. Gib mal her. Kekse, Plätzchen. Richtig geile Kekse mal. Da hab ich schon Mutti gebacken. Köstlich. Auf Fanpotzt. Man lese vor. Mein Account. Schöne Paketchen. Löschen lesen ohne Brille, krieg hin. Ohne Dicht. Hat Nadine selber backen gepresst. Pass auf. Oh. Von der Rennstrecke, da kommen wir her. Wir müssen euch sagen, bei Team 94 weihnachtet es ja. Nun schmeißen wir die Pfanne an, denn jetzt sind ein paar gebrannte Mandeln dran. Geil. Der Lösche und der Eichi naschen gern, darum schicken wir ein Paket nach fern. Oh, ey, mega. Wir freuen uns aufs nächste Jahr, wenn es wieder heißt, Ostmobit ist da. Team 94 wünscht euch frohe Weihnachten und guten Appetit bei dem, was wir ins Paket reinmachten. Liebe Grüße Nico, Nadine und Amy. PS, von Amy Grüße an Lösche und danke für die Sido-Kalender. Ja, gerne. Und euch auch vielen, vielen lieben Dank. Ey. Ja, wer ist diese Amy? Na, die kleine Tochter von Nadine, glaube ich, nicht? Ach so. Ja. Oh, ist ja leer. Vielen Dank, geil. Amy, Mach mal da eine neue Etage frei. Wir müssen ich brauche mal gerade was frei hier, nicht? Aber so eine Mandel würde ich gerne noch nehmen. Die Schokocreme ist noch hier, die kannst du dir wieder mitnehmen. Oh, die sind auch selbst gemacht. Na klar, das müsst ihr, wie heißt das, den Zufall überlassen. Das ist durchgeplant. Ja, köstlich. Ja, siehst du, sagst du auch, Nadine, die Mandeln sind auch selbst gemacht. Richtig, Mann. Mega, vielen Dank. Oh, geil. Und den hängen wir da oben an. Oder wir machen mal eine Mappe fertig, war für die. Wir machen mal eine Mappe für die Dings. Vielleicht noch jetzt mal. Oh, hier mal. Das ist für deine Geburtstag erst. Das ist deine Geburtstagsgeschenk erst noch. Kann ich ja erst deine machen, ne? Mhm. Das darfst du jetzt nicht machen, bin Unglück. Ja, hast recht. Warte, ich muss mal kurz davor, denn doch kann man so doof loben hier. Soll ich das mal aufmachen? Ja, warte, wenn wir gerade dabei sind. Warte, das muss. Runter. So, warte. Was hier Fanpost heute kam, wa? Na, heute kamen drei Pakete an, Alter. Ja. So. Danke, ey. Ey, vielen Dank. Da freut man sich wirklich. Wir müssen unbedingt bald mal wieder hin nach Dachdessau da runter, nach Musikau. Können wir ja. Ich habe richtig Lust drauf. Ich gründe mal kurz weg, würde ich sagen. Warte, können wir ja mal wieder hinfahren. Ja, Gold Energy Drink steht drauf. Aber was ist das? Sieht so karamellig aus irgendwie, ne? Ja, aber nee, das ist nicht. Das ist Energy. Das glaube ich nicht. Naja, doch, da würde ein Geschmack drauf stehen. Guck doch mal, was da drin ist. Urin. Nee, Taurin heißt das ja. Und ich glaube, das ist nicht deutsch, das ist tschechisch, das ist richtig, die haben Zunder hinter. Das Ding ist, die haben Zunder, glaube ich. Wie, wir machen die richtig wahr? Ich glaube, die haben ein bisschen mehr Sänger als die Deutschen. Das haben wir am Kosten. Na, jetzt auf dem Bier schmeckt das, glaube ich, nicht. Muss man nachher machen. Das Energy, sagt Nico. Ja, das bestimmt mit Foot, mit extra Zusatz. Brauner. Die Mürgen Werder. Ich lasse die Mandeln hier draußen, die machen wir gleich leer, nicht? So nebenbei, so weggesnackt. So weggesnackt? Ja. Ja. Also, Nico und Nadine, jetzt ist das ganze Fach voll mit euren Sachen. Also, das schmeuern sie gut. Richtig gut. Geil. Darfst du auch innen nehmen. Innen aber nur. So, Kamera steht bereit. Ich bin da. Wir können. Von unserem Freund. Von dem Fan. Von wem ist denn das? Sag mal. Und der sagt, von Brauner. Brauner aus Birkenwerder. D-Punkt. Oh, hier. Ich habe gerade kurz noch eine wichtige Frage vorher. Gibt es hier Vierscheinwerfer ohne großen Rand bei euch für die S51? Ja, die jetzt die neuen passen Plug and Play, wie im Video am letzten Sonntag gezeigt, in die Chromringe rein. Genau. Für Evan schon ein Ding hat. Zeig mal. Nur ein paar Mopeden. Soll ich mal nah ranhalten oder was? Ja, halt mal ran. Schöne Dinger. Moment. Nummer uno. Oh. Diese handgeschriebenen Briefe finde ich so geil. Die Hammer, ne? Ja. Oh, finde ich richtig gut. Ne, immer oben bei hier, geil. Mhm. So, aber so eine MZ, sind wir mal ehrlich, die sind doch wirklich zeitlos. Ne? Die sind immer sieht doch so geil aus, diese Karre. Ach, das von Manja, sagt es, ihr Paket. Wie? Das Danke-Paket für das erste Fanbanner-Poster. Ach so. Na guck mal, Danny und Manja schon drauf, oder was? Ja, da hab ich so vielleicht noch nicht lesen, Mann. Mann. Geil. Richtig toll. Also MZ, finde ich. Haben wir auch noch nicht an der Wand, glaube ich, ne? Nee. Ist die erste Emme. Ist das so?
Na, guck mal bei dem Gruppenfoto von den Jungs, von den Osthockers. Ist die erste immer, Tatsache. Ist die erste immer, geil. Geil. Auf jeden Fall. Da bist du ja für zuständig, ne? Ich mach da gleich. Ja, ich lies mal vor. Lies mal, bitte. Ich komm mal rum zu dir, ich möchte Oma heute mal da hinten sein. Bitte. Moin Eichi und Moin Eichi und hallo Lösche. Ja, muss ich mal da links rüber. Ich möchte mich Ich möchte. Boah, ich kann ja nicht richtig quatschen. Vielleicht trinke ich vorher noch einen kleinen Eierlikör, warte. Ja, ich mache euch Kommentare. Haben wir schon Klarglasscheibe verbaut? Ja, letzten Sonntag kam die Folge online. Da haben wir in dem Saustift sein Moped S51 ein H4 Klarglas eingebaut. Klarglas repariert. Könnt ihr kicken, könnt ihr gucken, wie wir die Macht haben. Haben wir auch alles im Shop lieferbar drin. Das ist wirklich eine geile Sache für eine 12 Volt Wartbezündung oder Power Dynamo, wie ihr wollt. Das ist ein geiles Ding auf jeden Fall. Ich glaube, der Saustift meint doch, das ist nachts extrem unterschiedlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Na klar, wäre ein Ding, wenn ich. Ich bin sowas für MZ1.io oder bräuchte er irgendwie die Birne müsste oder so? Die Birne passt, die Halterung ist die gleiche, ja, die passt. Die haben aber einmal, mit der Streulinse, ist die manchmal anders? Die haben, glaube ich, auch, ich habe im System eh nicht gesehen, ist eine andere denn. Ja, muss ja. Hm. Weil das da soll kann die Birne aber. Aber jetzt kann ich genau sagen. Ja, ist ja, wir müssen jetzt den Blima hier vorlesen. Warte mal noch. Ja, die Kür ist aber lecker. Extrem hell am Abend kann er endlich was sehen, sagt Johnny, der Saustift. Noch was? Soll wieder geklaut werden. Zwei höher. Eigentlich bekommen wir erst mal zwei Lenker. Wir schicken den nächste Woche jetzt los. Ja. Nächste Woche kriegst du den länger. Weil du bist ja quasi, du willst den ja unbedingt haben. Und wir haben uns jetzt entschieden, vorhin vor einer halben Stunde, dass du nächste Woche diesen Lenker, ausnahmsweise schicken wir diesen Lenker los. Also eine reine Ausnahme. Okay. Genau, weil wir können natürlich jetzt nicht alles, was wir vom Moped abbauen, immer verschicken. Aber du kriegst den Lenker nächste Woche zugeschickt. Versprochen. Nur mal so am Rande. By the way. Weil du hast ja zwei, dreimal nachgefragt und können wir schon mal machen. Nicht? So, ich möchte, also hallo Eichi, hallo Lösche. Ja, sind wir. Nee, moin Eichi, hallo Lösche. Ah, gut, ja. Ich möchte mich für das spitzenmäßige Banner bedanken. Letzte Woche habe ich also, auch warte, noch... An die Osthockers, das ist nicht Banner, was wir unterschrieben haben, geschrieben letztes Mal. Das ist die erste. Das wissen die doch. Das weiß ich nicht. Die sind doch voll mit involviert. Da wollten wir die Osthockers, die sind, die, da kannst du einen Fragebogen machen, die wissen Bescheid. Das ist krasser, glaube ich, ne? Ja. So, darf ich jetzt schon. Jetzt bin ich ruhig. habe ich auch noch ganz neidisch beim Unterschreiben zugeschaut. Und nun ist es dank meiner bezaubernden Frau meins. Ach, der ist von Dennis geschrieben. Ja. Wir haben ein paar Leckereien für euch eingepackt und hoffen, es schmeckt. Foto. Ich werde immer fetter. Ich bin ja auch immer so gierig, denn. Ne? Wir haben ja. Schmeckt. Fotos von unseren Schätzchen sind auch dabei. Bleibt wie ihr seid. Macht weiter so, vielleicht sieht man sich ja bald mal. Ja, ich denke schon. Nun wünsche ich euch allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danny und Manja plus Florian. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Grüße schon mal zurück. Die starben, ey, wir müssen jetzt wirklich mal eine Waffe für den machen. Wir sind da immer nachlässig, ja. Ey. So, was ist denn hier? Oh, Putztuch, geil. Putze ich immer gut. Alter. Sommer seid ihr ja, Leute, was ist denn mit dir los? Alter, fall da, geht das ab. Junge! Oh, was ist das denn geil? Ah ja, die Kör Mini Rolls, das passt ja, wie geil. Jetzt reicht der Platz über den ganzen Platz. Alter, das wird jetzt sind wir jetzt Bolle. Die haben ein paar Salzstängchen wieder gekriegt. Wo sind wir streiten? die schmecken geil, hier Milka Oreo, Alter. Oh, den weißt du ja. Frohe Weihnachten, hier sind. Was ist drin? Edelmarzipanherz. Ach, Lübecker aus oder was? Geil! Moncherie, ich will dich küssen, wo du machst Pipi. Kennst du das Ding? Nee. Ach! Du, neue Eierlikörbecher. Eierlikörchenbecher. Ja, wir sind nämlich bei, da war, wir haben gerade mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Dass die vielleicht reichen, nicht? Könnt ihr mir vorstellen, dass da vielleicht auch so gab? Töppe? Nein. Ist das geil. Ist das geil. Und wenn auch der Jute, ne? Naja, klar, der Lieblings. Der schmeckt wirklich gut, kostet den mal. Ich muss fahren. Na ne, ja, kostet es immer. Eh nicht, aber. Nee, wenn lieber nicht, du. Hier, schön. Uwis. Oh, Uwi immer gut. Uwi ist immer top. Machst du nicht falsch mit. Oh, geil. Hast du ja, glaube ich, gefragt. Ich hatte noch mehr. Boah, noch mehr top. Noch vier Pullen. Geil. Du, wir werden ja aber verwöhnt, wa? Unfassbar geil. Also, sie sagt nochmal vielen Dank für den Blech vom Ersatz, für den Heckblech, was wir mit dir eben haben, die Osthockers. Ja. Ja, ne, ja, ne, ja, ne. Also,
Oh, vielen Dank, Leute. Vielen, vielen lieben Dank. Ey, wirklich, geil. Man weiß ja nicht, was man dafür sagen soll. Ich räume noch mal einen Schrank frei, nicht? Das fehlt noch in die Etage frei. Ja. Ich kann ja mal, muss ich kurz zeigen. Das ist ja der Wahnsinn. Moment. Du, und das ist alles nur für ein Paket. Also das ist nicht nur, dass wir da mal drin gelegt haben. Das ist alles von euch. Ich drehe mal kurz. Alles die Schenke. So, wir haben jetzt quasi hier den normalen Schrank. Voll. Dann haben wir die zweiten von Nico und oh, da liegen ja schon voll hier oben an die. Ja, du musst besser stapeln, ja. Olaji. Ich hab auch blöd gestapelt, muss ich sagen. Da ist ja noch Kapazität. Nee, ich wollte nicht so. Guck, du könntest ja die Milka, guck mal, die Milka kann ja da unten drin ist. Dann haben wir so eine Milka-Etage. Ach, meinst du die Schmale? Ja. Hier so. Ja. Eine Schoki-Etage. So, wir hätten ja hier noch eine. Nimm mal gleich her. Nee, komm mal hin. Und hier ist er frei oder was? Oh, die ist auch schon voll. Das jetzt verbrennen wir alles. Nee, das sind meine Kartons. Das macht mir ja nichts. Für was hebt man Kartons auf? Ich stell dir das Deko immer hin, weißt du doch. Ja, aber warum im Schrank? Nee, da jetzt nicht, aber wie die so sind da... Wie so in unseren. Wir sind da staubgeschützt, deswegen. Oh, ich kann die mehr fressen heute, aber die würde ich morgen mal gerne kosten. Die sehen geil aus, wie diese... Zeigen, da. Wie diese, ich glaube, die sind so weich auch wie diese Tinder-Dinger hier, oder wie die hieß hier von... Du weißt... Ja, ich weiß, ja. Der Tinder, Love Me Tinder. Die koste ich morgen mal, die werde ich mal nicht so weit wegpacken. Mon Cheri. Demolition Co. oder wie man das ausspricht, schreibt uns am besten mal eine E-Mail oder eine Instagram-Nachricht mit der Bestellnummer und dann können wir vielleicht noch was regeln. Aber ich kann es nicht versprechen. Aber wir könnten mal dann vielleicht noch was hinkriegen. Du, das Energy würde ich morgen mal ankosten. Das kostet man morgen mal an. Wahrscheinlich gebe ich den einmal Tommy denn. Ja, denn, ja. Weil ich trinke ja immer nicht so viel Energy. Tommy Pascal, der trinkt doch gerne Energy. Der sucht das immer wie Sau. Da freut er sich. So, Putztücher, jetzt Putztücher haben wir auch schon schön. Wir haben jetzt ganze zeig mal das Putzfach, Schubfach. Hab ich, könnt ihr mal zeigen. Alles von euch. Ja, aber das ist super, weil die sind einfach geil. Also, so viele kann man nie noch haben. Ich würde ja darauf erstmal. Schön. Er macht noch weiter. Er hat ja keine Pause. Oh, schöne Dubi. Ja, ich hab's schon gesehen. Oh, eine schöne Bulle. Aber warte. Schön Eierlikör. Ja, ohne Eierlikör läuft nicht. Du trinkst im Winter total gerne, wirklich. Ich nie, eigentlich auch nicht, aber jetzt muss ich ja. Hab ich wohl erst mit angefangen letztes Jahr. Oder vorletztes Jahr. Weiß ich gar nicht, aus welchem Grund. Irgendwann mal gesagt, ach, trinkst du mal ein Eierlikör. Oh, fand ich so gut. Oh, da guck mal, hier, oh. Die wird kleiner vorbereitet. Ja, anders geht nicht. Du, dann habe ich ganz viel ausprobiert, ja? Ja. Erst natürlich den Billigen gekauft, weil ich mir dachte, naja, für immer trinken. Und dann habe ich wirklich mal ganz teuren getrunken. Du stehst nur vor meinem Bild, weil ich... Entschuldigung. Dann habe ich mal ganz teuren gekauft. Ja. Also Discounter teuer, so sag ich mal. Ach so. Sick. Pulle 10, 11 Euro oder was, das ist jetzt auch nicht die Welt. Naja, wohl für so ein Eierlikör. Es sieht trotzdem... Jedenfalls hat der nie gut geschmeckt. Es sieht aber nicht über selbst gemacht, das stimmt immer. Das wollte ich gerade nicht mehr sagen. Und dann so selbst hier machen von... Falls Mutter noch zuschaut, Mutter, du musst Pullen anrühren. Eigentlich hat durch, weil Mutter macht auch mit ihrer Freundin immer hier... Nee, keine Pullen, Kanister, ey. Nee, die machen Kanister, aber füllen den Pullen ab, weißt du? Die machen bestimmt 50 Liter am Abend, so gefühlt. Oma Inge hat auch gemacht, Ema. Inge? Nee, nicht direkt Inge, sondern... Andrea von Josies Vater, die Freundin sozusagen. Ja. Die haben im Thermomix, die haben auch angerührt. Ah, Thermomix ist auch geil gewesen. Ne? Das macht natürlich nur süchtig, ne? Da ist so eine Flasche mal weg in einer Stunde. So! Wollen wir weitermachen oder was? Nee. Hast du keinen Bock mehr? Nee. Feierabend. Ja, aber wir müssen ja weiterkommen. Wir müssen ja im Leben auch mal weiterkommen, Lösche. Macht, passt da auf. Aber ich lass auf Klapp. Mach auf Kipp. Das ist eine Hitze hier, Junge. So, pass auf! So, Moment. Bevor wir jetzt... Oder wollen wir erstmal, und ich stelle irgendwie in die Kamera rein. Wollen wir erstmal probieren, das so zu lösen? Na, ich bin erstmal blöd. Wieso? Jetzt habe ich die ganzen Sechser Muttern in Schrott gehauen. Die könnten wir noch zum Ekuli machen. Aber ich habe die doch in eine Kiste drin gepackt. In die alte Kiste sind doch zwei, drei Stück. Ja? Glaube ich. Zwei würden mir reichen. Moment. Halt doch beantwortet, ne? Dass man... Demolition Co. Schreib uns eine E-Mail, wie gesagt. Du Ene nur. Marcel, vielen Dank. Hat er schöne Worte geschrieben. Moin Jungs, ihr seid einfach spitze. Die ist ja toll. Wir haben uns größte Mühe. Du,
Du guck mal hinten in der Schrottkiste, ob du da eine 1,6er Mutter findest. 1,6er? Ja, dass ich das hier rauskriege. Gut, gut, gut. Ja, mit Gewinde aber, sagst du, na gut noch, ja? Ja. Wo hast du die Schrottkiste, mein Freund? Hinten die Schrottkisten stehen da hinten. Ach hier, ja. Ich war lange nicht mehr hier gewesen, Mensch. Nach eurer Aufräumaktion. Ah, oh, köstlich. Ich muss jetzt mit tun die Füße weh. Vom ganzen hier sitze. Ach, nehmen wir die hier. Derzeit, nee, kommt der schon. Bitte schön. Danke sehr. Gerne doch. So, ja, wollen wir mal schauen, ob das geht. Was Frau fragt, wann Glühweinparty ist, die Frau vom Lang. Am 26. Dienstag, ja. Nächsten Dienstagabend, machen wir einen Glühwein-Livestream-Party. Könnte der ja herkommen. Könnte der ja rumkommen eigentlich, ne? Also wir haben, Könnte der ja mal... Ne, du also. Ich's mal sehen lassen. Also an Familie Lange. Lange, also. Sagt man, der Familie Lange. Kommt rum. Kommt bloß her. Frank, grüß dich. Ich hab das mir an, dass das alles so fest ist, dass das ja nicht geht. Ja, genau, die macht mal da ein bisschen Dampf mit. Warte, komm mal ein bisschen näher. Und ein bisschen weiter runter. Ich versuch das mal für euch so gut einzufangen. Ich glaube, die ist einfach nur kaputt. Ja. Jetzt könnt ihr mir gut vorstellen. Das möchten wir nicht vermeiden. Das wäre jetzt nicht so cool. Versuch macht klug. Ach, ich drehe auch mal falsch um. Ich wollte gerade sagen, das ist genau falsch, wie du gedreht hast. Jingo. Ja, und weiter, Bills. Jingo Joe, Jingo Joe. Jungi, Jungi, ah, Mund. Kommt er, ja? Ja. Oh, ja, hört man, der klingt gut. Die rosten dann am Zylinderfest. Ja, das kann passieren, das ist uns eigentlich shit egal. Was? Dass er am Zylinderfest rosten meint, der ist ja auch just. Das ist uns aber eigentlich recht egal. Das ist nur beim Lösen schwierig, denn wenn er da abreißt, dann stehst du doof da. Ja. Das macht uns ja auch nicht. Das wäre schon cool, wenn alle vier sauber rauskommen. Das wollt ihr nicht wirklich, dass wir erscheinen. Wenn es Pennmöglichkeiten gibt, sind wir schnell da. Na, ihr habt doch einen Camper. Ja, ich kann den Wohnwagen anheizen. Ja, Gästecamper können wir liefern. Gästezimmer kriegen wir irgendwie hin. Ja. Das ginge. Das würde gehen. Eine Tank. Habt da mal eine Frage. Habe ein 70 offener Luftfilter, 32 Kümmer, 19er Jasa. Wie muss ich den bedüsen? Ist unten rum zu fett, innen rum zu mager? Also das offene Luftfiltersystem ist schon mal blöde. Das kannst du schon mal rausschmeißen mit dem originalen S70-Motor. Was war das Original? Ich denke mal, ist ein originaler S70, hat dann offenen Luftfilter, das ist schon mal da blöd. Und ein 32er Krümmer, 19er Verjaser. Original sind die laufen mit einem 28er Krümmer und 16er Verjaser. Na, ich würde da ohne größere dran machen. Also. Nee. Beim normalen 70 Kubiker brauchst du nicht große dran machen. Da musst du nimmst einen 16er Verjaser. Und ich glaube, die hat eine dicke, bisschen größere Hauptdüse. Bin ich immer unsicher. Der Rest war gleich wie beim S51. Ich glaube, dass die Hauptdüse auch gleich war. Kann ich über die Opal sagen. Also ich würde da auch nicht... Nee, also das ist zu viel Abgasvolumen, was er entwickeln muss, was er nicht kann. Und der kriegt ja zu viel Luft und zu viel Sprit drin, der ballert deswegen... Ja, du kannst es schon kompensieren, aber... Das braucht ein Ding, 10 Liter Sprit. Das war fast kann man alles machen. Gleiche Düse stimmt, gleiche Hauptdüse ist drin, genau. Meine ich auch. So ein Off zu haben, also so eine Regie, so ein Off ist cool mit Informationen. Ein was? Man nennt das im Off, wenn du kriegst so eine... wenn die jetzt eine Fernsehsendung machen, ja. Offset heißt das, Offset. Ja. Kriegen sie immer über das Ohr so eine Mitteilung drin. Ach so. Das nennt man ungefähr aus dem Off. Ja, wo hast du die Mitteilung jetzt her? Na, aus dem Off. Ich hab hier mein Telefon, wo ich durchgehend Verbindung stehe mit dem Offset. Für nützliche Informationen. Ist das Offset? Na, wer wird das wohl sein? Überleg mal ganz kurz nach. Der sitzt meist da oben und der Hintergrundmann. Der Hintergrundmann. Der Offset-Mann. Der Offset-Mann, der Offsetter. Sag ich doch. Ja, der Offsetter. Ja, der Offsetter. Der Offsetter. Die Offsetterigkeit. Man nennt die auch Palette. Man nennt die auch Palette Offset. Ah. War alles gleich, ja. War alles gleich, genau. Krafti ist auch, ja, der weiß auch Bescheid bei sowas immer. Ja. Bei solchen Originalsachen, ja. Na, wenn er original ist. Na, scheint so. Da ich schrieb, okay, danke, deswegen. Grüß, guck mal, Grüße aus dem Off, da ist die Nachricht drin, siehst du, wunderbar. Ach, da! Ja, da sicher! Herrlich. Qualadelik. Als Beruf habe ich... Quallenzüchter. Als Stadt habe ich Karstadt. Ihr könnt ja mal eigentlich kurz die Bilder anhängen, wa? An die Pinnwand? Nein, nee, da kommt, nee, muss ich nach dem Stream machen mit dem Stuhl da oben. Ihr kommt vor der Bühne nicht mehr ran.
Guck mal, da ist der Weg zu weit, glaube ich. Kann mich nur so festhalten. Ja, Lukas, gute Nacht! Der Sohn von Thomas, die kommen noch am Januar lang hier in zwei Wochen oder nächste Woche. Nachto! Schlafen Sie gut, junger Mann. Wie lagert man am besten einen leeren Tank? Naja, am besten würde ich nie leer lagern, sondern immer ranfahren mit Sprit, wenn es geht. Ja. Sonst schwierig. Aber er will den mal schnell irgendwo. Wenn leer, dann komplett luftig verschlossen irgendwie. Das kriegst du auch nicht hin, im Vakuum. Oder einfach einölen. Oder inölen, genau. Öl immer ein bisschen Öl schütteln, von allen Seiten bewegen. Mhm. Matt, ja, ist noch ein originaler, wollte aber 70 Vierkanäle aufbauen. Selbst da würde ich einen Auspuff so lassen, da würde ich nur mit der Hauptdüse ein bisschen spielen, vielleicht. Und mit der, oder mit der Nadelpositionierung. Aber da, ich würde tatsächlich, ich habe es auch privat selber damals gefahren, original 70 Vierkanäle. Mach's lieber nicht. Du hast nicht so viel mehr Leistung und du bist extrem wetterabhängig. Also Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Einstellungen, die laufen nie wirklich alltagstauglich geil, die Vierkanäle von den 70 Kubikern, bei den normalen kurfst. Deswegen behalte lieber den originalen Ruf. Oh, Eichi meinte auch den Tank versiegeln und dann erst einlagern. Das ist auch eine Idee. Kann man auch machen, ja. Das wäre auch ganz gut, ja. Aber ich finde schön, dass er untereinander gerade so ein bisschen hilft. Das ginge. Ja, der Motor sieht fast aus wie meiner damals vom Essigpizza. Putzen, putzen, putzen. Wo ist der Saustift für die Arbeit? Ja, sag, eben! Sag Freiblame. Emse, ich hab den Namen schwer vergessen. Emmes. Emmes, Mann. Oh. So nennt man den. Von dem man den Namen nicht kennt. Haben wir schon alle raus, ja, oder? Ja. Den können wir gleich drehen, sagst du. Was können wir drehen? Den Hylinder. Wir können es versuchen, ja. Also wir können es versuchen. Wir können es versuchen. Da würde ich bald sagen, halt hinten fest, nenne ich sie vorne in den Zylinder. Den klopfe ich mit Namen, muss ich den Lose kloppen. Willst du vorher noch mal richtig Hitze geben oder was? Glaube ja. Darauf wird es wohl hinauslaufen. Aber wir können mal probieren, da ist schon Rostlöser jetzt seit 3 Wochen drin. Nächste Woche schrubbt Johnny wieder, sagt er. Ah, er ist ein guter. Johnny, der ist immer Taten, tatenbereit, wie es heißt. Tatendrang. Oh, wir dürfen den mal hüpfen. Ja. Oh, das wird so eine Scheiße. Was ist denn Schuh? Wer soll Schuh sein? Nee, SSW, das ist Stefan Nickel. Ach so. Das ist Nickelchen. Was will das? Stefan Simson Werkstatt heißt glaube ich SSW. Kolben fest? Ja, der Kolben ist fest, sag ich da nicht mehr. Der ist Fratze. Da ist alles fest. Leg dir mal den Tuch hinweg, wa? Gib mir mein Bier hier, Junge. Ich meine, ach, das ist deins. Oh, Entschuldigung. Erzähl mal was! Der gestrige Tag war sehr, sehr schön. Ich habe die Zeit mit dir genossen. Beim Onkel Erik war es auch sehr schön mit dem Alulöffel. Mit mir? Ja, hast du die Zeit genossen? Nee, ist, diesen Sonntag, also Heiligabend, kommt ein Video vom Alulöffel, wenn ich schaffe. Also ja, auf jeden Fall. Und ja. Sonst bin ich heute Fahrer, heißt, ich kann nicht viel trinken, also ein Bier. Erstmal. Im Stream meinst du? Im Stream kann ich nur ein Bier trinken. Und danach ist dann. Nach Hause? Zum Hause. Zum nach Hause hin. Macht mal Licht aus. Warte, die Taste recht. Das könnte schon cool aussehen mit der Flamme, sagt er. Jetzt besser, ja? Wo ist Blinker? So ein Humbug. Ich könnte doch vielleicht den hier ausmachen. Nur mal zum Checken, wie das noch cooler aussieht. Jetzt machen wir noch mal vorne rein in den Zylinder, Dingsbums hier, wisst ihr. Dreh mal rum. Nach rechts. Mensch, hör mal, ich muss mich hier konzentrieren, Junge. Ja, ich dachte auch, das ist cooler. Ist doch gut. Ich mach wieder an, ja? Ja. Feuereffekte, ja, wir sind besser als hier Warner Bros., also wie die heißen. Ja, die können ja nicht. Und hier Paramount Pictures und sowas, die können nicht. Hast du mal ein bisschen Kältespray da? König Liefern. Könnte das mal sein. Ich hatte nur ein S in der Pleuelstange. Kolben lief weiter nach dreimaligen Klemmer. Zum Glück dann neu gemacht.
ist gefahren wie Vibrator am Po. Kann ich mir vorstellen, ja. Ich habe mal eine Frage an die Leute vom Fach. Warum wird mein S51 langsamer beim Vollgas im vierten Gang? Weil er wahrscheinlich mager oder zu fett läuft. Das habe ich auch schon gehabt. Das ist eine Einstellungssache. Oder einfach der Zylinder kacke. Oder der Zylinder ist blöd. Kann auch sein, dass er muchtig ist. Und dann haben wir schon auf die Luft. Knallerin stecken, ja. Ihr könnt mal den Chef bearbeiten, dass Johnny am 2. paar Würste grillt zum Pilz, am 2.1. Der ist, glaube ich, der ist Arbeitenden. Ja. Theoretisch müsste er, das wäre eine gute Idee, würde ich sagen, nicht? Schöne Wurst. Johnny sagt auch, ich spüre die Flammen zwischen Eichi und dem Essermotor. Die eine Flamme, so sagt man ja. Was ist denn für ein Brenner? Das ist ein stinknormaler Gasbrenner. KS-Tools. KS-Tools. Mit Piezo-Zünder. Mit Piezo-Zünder musst du haben. Ich glaube, die kriegst du über zu kaufen bei Amazon oder sonst wo, keine Ahnung. Eine Lötlampe ist das. Das ist so ein Standardding, nicht? Wärme wirkt immer. Habt ihr Bock auf ein Esser-Rennen in Ostbrandenburg? Ja! Mit Klassen, Original-Tuning und Super-Tuning. Ja! Wir könnten liefern, wir hätten Bock. Wo müssen wir hinkommen und wann? Ostbrandenburg. Das ist da polnische Grenze da hinten. Ja. Können wir gleich Kippen mitbringen. Bis wo das sein wird? Im Oderbruch, wette ich mit dir, dass ich mir einen riesen Sonntag treffen. Also Brian, schreib uns mal am besten noch bei Instagram. Wo müssen wir hinkommen? Und da sag mal, wo hinkommen müssen auf jeden Fall. Bei mir liegt's am Gewicht, bin zu fett, sagt Osthocker. Nee, das können wir übertreffen, glaube ich. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich fand den so gut. Hallo Ostprofi-Team, ihr seid ein geiles Team und weiter so. Vielen, vielen Dank. Wir werden das so machen, ja. Das auf jeden Fall. Eichi brennt für den Essigpisser. Ja, auf jeden Fall. Was? Er sagt, Susi brennt, ich trinke. Das finde ich gut. Das ist gute, gute Arbeitsteilung. Ja. Was erzählt mal ein paar Dinge über S70? Da ist es wie S51, hat einen anderen Motor drin, einen anderen Zylinder, einen anderen Primär. Andere Kurbelwelle in dem Fall auch. Das Gehäuse ist auch ein Ticken anders, oben ist da abgeschrägt. Und sonst war es eigentlich genau das gleiche, bis auf die Unterzugstreben war nur noch anders. Sprich, ein Enduro-Rahmen war drin. Dann hast du, glaube ich, noch die Enduro-Feder bei dir dran gehabt. Oder das war bei, nee, war mit dem Komfort so gewesen. Und sonst war das nicht ziemlich gleich. Das ist ein 50. Ja, genau, war mit dir noch. Der kocht. Der qualmt gut, du nicht? Du meinst ja, SR2 musst du haben. SR2 musst du Pflicht. Haben. Ist Pflicht. AWO und SR2 ist Pflicht. Ohne Hit nicht. Nickel hat Montag Geburtstag, sagt er. Das macht kaputt, das Ding, jawohl. Das funkt ja wie Sau. Ja, willst du denn machen, Junge? Das ist doch eh Schrott, das Ding. Da ist nicht mehr mit los. Die tut das ja auch weh, aber was soll ich machen? Die S70 waren, glaube ich, damals eingetragen mit 75 km/h, wie alt täuscht. Also, wenn das oft besser wäre, ich glaube, 75 km/h waren die angegeben. Brechen die Kühlrippen ab. Sind aber ungefähr gelaufen wie ein sehr gut eingefahren als M50. Da brechen die Kühlrippen ab. Ist doch egal. Ja, der kocht ja wirklich, Alter. Ich krieg aus dem Off gerade raus, dass das Zylinder bitte einigermaßen heile. War ein Spaß. Soll ich dir die Bienen Hebel bringen? Die Bienen? Ja, Manni muss schon in der Glube. Ich hab Angst, dass du die untere Kühlrippen abbrichst. Das wäre scheiße. Alter. Warte, komm mal halten, Elfen, warte. Moment. Ich halte ihn fest und du jagst ruf oder was? Aua. Aber am besten müssten sie. Also, der ist heiß wie Hulle. Ich hab. Oh, meine Schweizer Handschuhe doch an. Pack mal wieder was unter. Gib mal, wo ist denn der Ständer? Da hinter dir. Ich halte das alles, keine Sorge. Dann war die nicht so. An der Kupplung vorbei? Nee, kriegen wir nicht hin. Du kannst. Dreh mal andersrum. Dreh mal andersrum. Nee. So. Das war den irgendwie so. Hier gerade. Ja, aber du kannst nur für Zylinder abstützen. Ja, hier unten das sind ja sehr Motorhäuser. Das ist Häuser, ja. 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 Das ist auch schwierig. Ist zu dick dafür, glaube ich, ne? Nee, warum? Will ich machen. Wie denn? Na, auf der anderen Seite, ja. So? Ja. Und dann hier hoch so? Ja. Was ihm? Aber nicht auf Finger hauen. Nimm richtig den Hammer. Er kümmert ja ein bisschen, aber. Kann der kaputt gehen? Kann der kaputt, er kann kaputt gehen, ja. Warte. Wird er eh. Er kümmert, Junge! Alter. Andere Seite.
Sieht man alles ja auch nicht. Nee, die Kiste ist im Weg. Die sind so festrosten, gell? Sagt ja auch keiner was. Bitte. Du bist Hammann. Er hat gleich verloren. Warte mal, ich klopf mal so hin. Kriegst du das Ding ja. Ja, zu spät. Zu spät. Was, Krafti hat recht? Oh. Ja. Da hat er wirklich recht. Guck mal, was Krafti geschrieben hat. Krafti meinte, lass den da drauf. Der geht mit der Kurbelwelle ab, weil da ziehst du die Häuser auseinander. Scheiße. Wisst ihr? Das haben wir jetzt zu spät gelesen. Ja, könnte auch sein. Ja, 100%. Weil der ist genau da unten getrennt, hier unten. Ja, ist ja klar. Und ziehst du auseinander, hätten wir, ja. Also eventuell. Krafti, nächstes Mal musst du vorher was sagen, das soll er mitkriegen. Oh. Alter, wie kann denn das so festrosten, wa? Johnny meint gleich wieder nur Gewalt. Schlag runter. Halt mal fest. Schau mal. Guck mal, die Handschuhe heute krieg ich wie hier außen jetzt schon. Wir sind immer nicht anders. Jetzt sind wir da rüber, das sieht man das gar nicht. Oh, schön geschnitten. Ich dachte, war heiß. Nee, geschnitten. Schade. Ich bin absolut nicht mehr. Sind die Häuser getroffen? Nein. Ja, nein. Naja, die da noch. So, pass auf, das hat alles keinen Sinn. Wir trennen die Scheiße einfach, wie Kraft ihn gesagt hat. Ja, da reicht die Kiefer mit der Kugel los. Du hättest doch Hirnchirurg werden können. Hol mal ein Pflaster, mir. Ich hab eine Frage, ich hab ist er denn 50 wegen Einfahren? 1:33 oder 1:50? Also 1:50. Ich würde immer 1:50 empfehlen, aber ich habe mal gelesen, ich glaube, ich würde es behaupten. Das steht in der originalen Betriebsanleitung von der S51 drin, dass du einfahren mit 1:33 machen sollst. Aus dem Off, wie ich sehe, da kann mir das leider mal genau sagen, aber ich bin der Meinung, im Katalog steht drin, 1:33 einfahren. In der Originalbeschreibung? In dem Original Dings ist 1:50. Ja, aber das ist ja auch 60 Jahre her. 60 Jahre her, deswegen. Heutzutage kannst du eigentlich 1:50 fahren. Sag ich auch so, 100%ig ist jetzt so. Genau. Große Flex und Update-Ding, ja, wäre eine Option. Die brauchen Pflaster. Soll ich dir wirklich Pflaster jetzt machen? Ja, ich hab mir richtig tief geschnitten. Tief, dolle? Richtig toll. Du musst eine kurze Unterhaltung machen. Ich mach erstmal Zeit, ja? Ja. Ja. Ich schalte mal auf Großbild um, oder was? Ja. Dann könnt ihr euch hier ein bisschen mit die Leute, wisst ihr. Ach Mann, ist das eine Quälerei. Brauchst du, zeig mal, brauchst du ein Fingerpflaster oder normale Pflaster? Brauchst du eh schon? Ich bin hier. Oben drauf kriegst du Fingerpflaster. Ja. Mhm. Also das Mikrofon mal hier. Bevor der Empfang wieder abreißt. Du musst nicht zur Kamera drehen, wenn du das machst. Das sieht man so ein Zahn. Nee, wir holen den Zylinder nicht normal, weil diese grauen Zylinder einfach ja nicht so gut sind und. Die gibt es für irgendwie, weiß ich nicht, 40, 50 Euro neu. Und das würde einfach, das ist Quatsch. Diese Graugusszylinder können auch nicht, weil die einfach die Hitze nicht vernünftig ablehnen. Beim Messer hast du ja immer ein Hitzeproblem. Am besten ist, wenn man sich da irgendwie immer so ein Alu-Ding besorgt. Wir haben jetzt von ZT-Tuning die Parts. Das war jetzt auch ein Graugusszylinder. ZT bietet die an aus Alu. Gut, weiß ich auch nicht. Das ist natürlich wahrscheinlich einfach. Leitet die Hitze besser ab, denke ich mal. Naja, kriegen wir schon hin. Ja, schreib uns das mal, wenn ihr im Rennen, das wäre gut. Das wäre nicht schlecht, das wäre echt gut, dann können wir da mal gucken. Hast du den Finger sauber gemacht schon? Nee, nicht sauber machen, einfach bloß rüberkleben. Das ist noch klebt, wisst ihr? So, naja, der fällt ja eh ab. Ich will nur nicht, dass jetzt alles vollblutet, hier habe ich keinen Bock drauf. Nee, für den Hjelm reicht das nicht. Das ist ja außerdem ist hier Krankschreibsperre. Krankschreibungssperre. Mich vorne, ihr seid gerade gekriegt, also ich war gerade nicht da. Warte. Das da unten. Hat das was zu bedeuten oder was? Wir sehen nicht. Wir sehen, die fragt mal nach.
Nochmal ein Fragezeichen. Komm mal her mit dem. Warte, ich brauch noch ein Mikrofon noch. Hallo, 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 hallo. Falsch rum. Falsch herum. Aua. Ah, Blut oder nicht mehr, Alter? Mann, das geht doch nicht mehr los, weil ich zuhalte. Wie denn? Aua. Ne, du hast gesagt, wir bauen ZT-Komponenten ein. Stimmt nicht, sind RZT-Komponenten. Achso, eigentlich. Der Motor wird 100% RZT wieder ausgebaut. Ja, nein, das ging um den Zylinder. Auch RZT. Ja, nee, ich habe bloß gerade gesagt, wegen der Wärmeableitung. Achso, wegen Schnabel. Weil Grauguss ist. Und wir haben jetzt zwar einen RZT auch Grauguss. Ja. Und wir haben noch neulich gesehen, dass das ZT macht das doch aus Alu komplett. Aber die Stage 2, warte, wie man jetzt Stage 3, da wissen wir nicht, ob das einen Unterschied macht, wisst ihr? Nicht doch so! Ah! Warte, du musst schön die Spitze hier rein. Gut. Du musst richtig absterben, richtig taub werden, die Scheiße. Bitteschön. Heidi, danke, dass du mir den geschenkt hast. Den SH2-Lenker, du bist was bei mir auch im Herbst bleibst. Was? Okay. Dann post doch nur einfach rein, fertig alle. Ja, sag wie eine Motoraufhängung, du kannst es selber schmeißen. Achso, welche Motoraufhängung? Ach, na, bei uns hier. Nee, KR152 ist die Motoraufhängung gerissen, schreibt er. Mhm. Die kannst du selber schmeißen, da musst du. Ach, du kriegst Zylinder und Kurbelwelle nicht aus dem Gehäuse, wenn er gespalten ist. Sagt der Lange. Wer Lange jetzt sagt. Ach so, oh. Ja. Besser, ja, besser. Wenn der Lange jetzt sagt, dann der macht ja sowas das öfter. Aber warum nicht? Das will ich jetzt auch mal ein bisschen langer. Kriegst du den irgendwie rausgeprügelt denn oder sowas? Na, die Stehbolzen sind ja ab. Oder kann es sein, weil der Motor ist ja normalerweise halb und halb. Ja. Nicht, dass die dann so und so sind, weißt du, dass es das nicht 100% die Hütte ist von der Rundung. Das kann doch so. Dann ist klar, dann steht bis zum Po. Ja, unten die ganz letzte Nachricht. Ich finde es immer. Ich kriege morgen Vitamine. Du kriegst Vitamine. Ich würde rumkommen. Ich würde den Kater morgen nehmen, das ist ganz wichtig. Ich habe ja morgen 10 Uhr einen Termin. Ich muss mich noch bedanken, entschuldigen, wegen letztes Mal, wegen meiner Vitamine, die ich bekommen habe. Meine Augenvitamine. Aha, guck mal, was wir hier haben. Guck mal, was wir da haben. Da können wir nachgucken, wegen dem Einfahren, wisst ihr? Warte mal. Da gucken wir gleich mal nach, ob wir da was finden können. Ja, da steht 1:33 drin. Ja. Das Likörzeit steht da. Löscher hat es erkannt. Nico siehst du, ich hab recht, wegen den 50-50. Also hat Kraft, die ja noch nicht recht gehabt, also können wir nicht so trennen. Also müssen wir ihn da runterrappeln. Also müssen wir doch runterrappeln, Krafti. Trennung ist nicht mittig von mir Häuser, da steht es genau. Wie? Ja, ist auch nicht, das weiß ich auch. Ja. Ich hoffe, hat alles verstanden, ja. Die gemeint habe. Hier steht, oh, wir haben was. Nee, weil ich immer schlecht erklären kann, weißt du, das mir nicht. Und mich überhaspel. Bleib ganz ruhig. Kraftstoff, also original, im originalen Buch, das kann ich hier auch gerade nicht zeigen, aber da steht Kilometerstand 0 bis 500, Mischverhältnis 1:33. Und ab 500 Kilometer 1:50. So ist es original beschrieben, bei S51 und S70. Ich sag dir eins, Löscher hat nicht immer recht und ich kann dir noch eins sagen, ich würde ihn mit 1:50 empfehlen. Ich habe nicht immer recht, nee, wer sagt denn sowas? Macht da, was ihr wollt. Thomas ist geil, guck mal, Thomas. Also ich glaube, wir wissen mittlerweile, guck mal, wenn Fornetti ist, dann ist es so und wenn anders ist es aus dem Off, dann ist schon wieder richtig, das ist so toll. Ich finde das gut. Wollen wir weitermachen eigentlich, oder? Ja. Achso, ich habe noch eine Frage ans Off. Haben wir mittlerweile schon Fahrer erfunden? Weil ich habe Durst irgendwie noch gekriegt. Mensch, Quatsch, hier so Mist. Du hast es ab bis Weihnachten, das ist ja nicht mehr lange. So, warte, ich stell mal kurz um. Ich dreh ab, Junge. Wir müssen jetzt irgendwie runterbollern oder was? Das ist so schlimm. Wir kommen am 26. und bringen Arbeitssachen mit. Statt der Lange. Hast du das gehört? Was wollen wir denn arbeiten? Ja, aber eigentlich wollen wir noch eine Tour nur Glühwein trinken. Wir können den Motor zusammenbauen. Ja, die wollen wir ja einen Stream machen. Der können wir, da ist ein Stream. Ach, ist ja ein Stream. Der Werber, der hat nämlich Checkung. Der hat richtig Plan. Könnten wir machen! Dann müssten wir mal kurz, also ich habe jetzt zwei Fragen. Ja. Eine Frage an den Lang. Meint er wirklich ernst, am 26. den Motor zu... Der Lange, ich hab grad zwei wichtige der macht keine, der meint er denn ernst, wenn ich will gerade abklären, nur aus der Hof oder was? Dass wir dann, dass er lang kommt, wir ratzen den Motor zusammen. Und ins Off die Frage, wäre das doch möglich? Eigentlich ja.
Wo sind die Möbel gesehen? Das weiß ich gar nicht. Zylinder ausbauen, ja, nee, das wollen wir am besten heute schon machen. Jetzt ist der Kran da runter. Nee, den Zylinder bauen wir heute aus. Machen wir heute noch fertig. Ich muss den Motor, den will ich trennen. Ich will den in Ultraschall schmeißen. Ja, Benni, gerne. Ich hab dir gerne organisiert. Was wir sagen, meinen wir ernst, Jungs. Nee, hier, darf ich jetzt nicht. Ich bin gut, ja. Ja, finde ich gut. Ja. Jutta, so halten wir zu fest. Am 26. machen wir einen Weihnachtsstream mit Motor zusammenkloppen. Na, Jutta, dass ich dir zu Hause schon mal absprechen konnte vorher. Na, du bist selber schuld, du hast auch groß angekündigt. Mann, ja, ich werde schon Zeit haben. Wenn ich mach das ohne mich. So. War ein Spaß, Junge! Ohne dich geht nicht. Gib mal Luft her. Luft? Verlängerung oder was? Ja, meine. Stumm ist weg. Warte, hier. Oh. Bitte schön. Es fährt ein Zug. Nach nirgendwo. Mit mir allein als Passagier. Ist ein Krach. Jetzt muss ich mal das. Kannst du mir mal das Spezialwerkzeug für die. Ja, wenn du die Kiste mal hier stellen würdest, dass sie mitten im Bild immer steht, wäre super. Mann, hör da mal auf zu meckern und zu labern. Junge, ich kann es nicht mehr hören. Was wird getrunken? Ich kann das nicht mehr mit dir. Von E-Mail, Leute, abzieher. Nein, das Spezialwerkzeug. Achso, zum Halten. Ja. Ach, eine Marktlücke ist das falsche Wort dafür, aber haben wir nicht, ist richtig. Guck mal, ich hab hier. Was den Abzieher brauche ich noch für das. Brauchst du die Bänen, ne? Die, nee, ich brauch nur den. Nur den. Den lassen wir auch hier, ja. Und einen Magneten. Und einen Magneten. Gib mal einen Magneten. Gib mal den Magnet. Ich meine, du weißt, dann sind wir oben ankommen. Ja. Ja, bitteschön. Schreiber sagt, ja, schön. Wenn die Gitarre mit dabei ist, dann könnte es vielleicht werden, wa? Ja, ich kann nur heute nicht. 26. ist ihr Buch, du steht fest, der lange Sache steht fest, also kommst nicht mehr raus der Sache. Ecke? Ja, du jetzt denn, ich bin sowieso hier. Hoffe ich, wenn ich Spaß, ich bin hier. Ich weiß ja nicht, ich habe am. Ja, du kommst jetzt nicht mehr raus, du könntest zurückziehen. Nein, ist doch alles gut. Ich weiß nicht mehr, was Weihnachten war. Ich glaube, am 26. war nichts. Das ist gut. Da war auch nichts. Christian, Stiel-Mischöl halte ich absolut nichts von. Niemals normal Alinol-Mischöl oder sowas in die Richtung, weil Stiel ist für hochdrehende Kettensägen, die richtig heiß wären. Niemand als Flammpunkt. Der Simi verbrennt, verbrennt der Kram nicht. Außer also in einem normalen Simi. Kriegst du nichts verbrennt. Rust nur raus und das ist blöd. Also Stiel bitte nicht nehmen, wenn es geht. Schreiber-Saki-Aufkleber wäre nochmal was. Ich hab da mal gehört, irgendwas ist da, wo ich schon, weiß ich nicht genau. Aber ist eine gute Idee, ja. Gibt es die Klagerscheinwerfer für den SA50 auch? Die Eckchen glaube ich nicht, weil die sind allgemein schwierig. schwierig bis gar nicht zu bekommen. Er lässt nur genauso ihn stehen. Ja, ist schon, genau, doch, okay, ich habe die Info gekriegt. Also Schreiber-Saki-Aufkleber ist schon angedacht. Sprich, da wird vielleicht demnächst bald irgendwann kommen. Also ist schon in der Überlegungsphase. Wurde das hier hinter meinem Rücken besprochen oder was? Ich hab's auch nur gelesen. Ich höre das nämlich gerade das erste Mal. Ich hab's auch nur gelesen in der Dingsbums. Du, da wird hier hinter meinem Rücken werden hier so eine Sache besprochen oder was? Jo. Ja, sieht aber nicht. Ah, Brian hat geschrieben. Brian hat uns geschrieben wegen dem Esserrennen. Ja. Oh, pf, der stinkt bisher, Alter. Meine Hörer, was kann denn da mal passieren, ey? Wir können da auch zelten oder mit dem Camper hinfahren. Liveband ist auch da. Welche? Welche, Brian, welche Liveband ist da? Und wo ist das? Das ist hier, warte, ich hab hier die Dings. Wusterhausen. Hä? Zum 15. Deutsch-Wusterhausener Esser-Geländelauf. Und zwar in Königs Wusterhausen, Ortsteil Deutsch-Wusterhausen. Ah, Königs Wusterhausen. Ich kann ja mal, warte mal, für alle, die da mitteilen kommen wollen, das ist hier, kriegen wir das so irgendwie so? Würde ich sehr gerne mitmachen. Macht euch einen Screenshot und dann könnt ihr das dann lesen, denke ich mal.
Könnt ihr mir vorstellen, dass da ein paar Dessauer Jungs auch Lust hätten? Ja, da ist Originalklasse, Tuningklasse und Supertuningklasse. Und was ist das? Ist das so Offroad oder? Das sehe ich hier nicht, das kann ich hier nicht sagen, leider. Ich habe auch nicht dich gefragt. Ach so. Ich bin doch unseren Freund gefragt. Da haben wir richtig Bock drauf, ey, muss ich jetzt schon sagen. Ja, klar, haben wir Bock drauf. Den Abzieher brauche ich jetzt, Löschel. Hast du den nicht schon so liegen? Ich meine, den anderen. Den anderen. Für die. Für den Primär, ja? Ja. Ich geh mal Kuchen. Der muss eh genauso aussehen, aber der passt hier nicht. Ja, ich guck mal hier den Fächlein, aber irgendwie. Ist nicht zu viel, wisst ihr. Das muss ein anderer sein. Würdest du auch zur Not den Universalabzieher nehmen? Nee, wa? Ungern. Guter Pick. Kannst du mir einfach die Behen Dingens geben? Ja, das wird schneller zu finden, glaube ich. Die Montierhebel. Die Montierhebel. Könnte du damit gehen. Kriegst du das vorne, muss ich halten. Nee, komm ich nicht zwischen. Dann liebst du mir mal einen Meißel. Oder aber. Ah, das ist. Also Brian schreibt, das ist Offroad, aber. Alter, hat er den da gesehen? Ja. Wenn, mach mal hier einen Clip draus. Ich glaube, letztes Mal, wir haben übrigens im letzten Livestream über Clips gemacht. Das fand ich ganz cool. Was für eine Clips? Na, du kannst im Stream, wenn das was lustig passiert, so das gerade. Können die einen Clip machen? So, ich glaube, so plus minus 10 Sekunden immer so, was da passiert ist. Ey, ihr wisst aber auch Bescheid. Ich hab's auch nur aus Zufall entdeckt. Das ist ja alles sozialen Medien, ne? Sozialen Medien. Auf jeden Fall ist das Offroad, aber so, dass ein originaler Esser auch mithalten kann. Offroad-mäßig. Ja, da brauchen wir Stolle. Die Frage ist nur, unter was unser Esser denn fallen wird, der hier? Unser Esser-Serie. Der hier? Ja. Ja. Und der andere, der Rennesser, der hinten steht, ein Kuddel, ist ein Super-Tuning-Klasse. Hochserie. Die bitte ohne Kuddel-Klasse? Wir würden gerne Kuddelklasse nehmen. Ich würde Kuddelklasse gerne fahren. Aber mit Kuddelbeifahrer. Das ist Pflicht. Ja, das ist deswegen ja der Kuddel. Oh, macht ja keinen Sinn. Wollen wir den zu den. Ich habe eine Idee. Sag mal. Wir brauchen die große Zange. Die Regeln damit, die Regeln habe ich ja. Eine große Zange. Wie meinst du denn eine Wapu? So eine 175er oder 250er sowas? Ach, die. Wo ist denn die, Mirko? Geradezu? Geradezu rechts mittig, hier oben ungefähr. Die, was, 350 oder so ist? 400, da glaube ich. 400, guck mal. Kann ich die schon mal anlösen hier. Hoppa, ich hab sie. Das ist eine 400er. Ja, aber ist das alles eine Scheiße. Was, abgerissen oder was? Das hält alles immer nur von 12 bis Mittag. Jetzt, wo ich ihn brauche, ich dreh ab. Ich dreh ab! Ja, an die Ostzocker Jungs, ich kann euch nachher auch, also eigentlich kann euch nachher den Flyer und die Regeln zuschicken von dem SA-Event. Das ist kein Thema, dann braucht ihr jetzt dem Chat das, die ganzen Informationen rübergeben. Würde ich euch schicken, kann ich liefern. Also eigentlich dann nachher. Du hast ja mit Tobi Nummern getauscht, ne? Ja. Ich hab keine Nummern. Junge, so ein Mist. So, er muss hier hin. Ach, hier hinten. Der Ulla rennt fliegt hier nicht mehr mal runter, der da zusammenhält. Den ganzen. Aua! Wieder rennen. Die Pflaster sind bald leer, du. Halt fest da, halt fest. Costa, was kostet das? Kostet einfach gar nichts. Tja, das wird eine Kacke. Ah, ah, ich hab's gesehen, aua. Das ist alles ein bisschen. Der ganze Tag ist was für ein Arsch. Kann man immer eine Uhrzeit sagen? Wie viel ist denn das eigentlich? Viertel neune. Viertel neune? Dauert hier wohl länger. Du, ich würde kurz einen Fahrer machen wollen. Mach doch schnell! Was? Sieht nicht so aus. Ich muss mal kurz kuchen. Soll ich dir mal einen neuen Schlagschrauber holen? Was also, heißt das? Na, ich hol dir mal den gleichen Nummer neu. Wieso ein neuer? Der ist noch gut. Aber der geht noch? Ja, ich will das Angebot. Also aus dem Off, der geht noch. Brauche ich keinen neuen. Der geht noch! Den kann man wieder richten. Wie kann das alles so festsehen? Soll ich mal festhalten oder was? Ja, vielleicht. Ja, warte.
Die kam da gerade, oder what? Nee, nee. Ja, Leute, das sieht man immer ja nicht so genau. Da dreht sich ja auch nicht mehr. Oder ist der auch oft Neutralstellung vielleicht? Nee. Das ist nicht neutral. Ja, halt fest! Oh, warte! Na, ja, guck mal, ist ja. Ja, sicher, Junge. Hammer, Flamme, Blut, Schweiß, Flüche. So kriegen wir alles an. Genau, das ist nicht genauso. Moin, wenn du den Motor trennst, bekommst du die Kurbelwelle mit Zylinder ab. Glaub mir, ich kenne mich damit gut aus. Schöne Grüße. Ja, loben wir dir. Aber der andere wissen wir auch, der kennt sie gut aus. Jetzt wird das ein Zwiespalt jeweils haben. Können Sie ja mal versuchen. Ja, wir können es versuchen auf jeden Fall. Also das ist auch offen. Ist ja klar. Ich würde sagen, die haben sich nicht hier. Alter! Schon wie lange der gestanden haben muss irgendwo, ey. Ich will ja nicht wissen, Ludwig. Geht doch, oder was? Das ist ja kein Thema. Einer ist noch. Einer, achso, einer. Zwei noch. Da sieht man so blöd. Halt fest! Warte doch mal! Nee, das bringt nichts. Halt fest, Junge, ich dreh sonst ab mit dir. Ich liebe eine Schraube. Ich schaff das schon. Noch eine. Noch eine noch. Eine noch. Dann sagt die Pendal, weil die so fratze, ne? Oh ja. Schon ein bisschen Zahnausfall. Noch eine. Eichi, 4, Schraube 0. Würde ich auch sagen. Alter, warte, muss ich eben poltern. Warte, hier. Halt fest! Hier, Prof da! Hier, Sänge! Halt fest! Kopf! Oh, da haben meine Pfoten weg. Ja, ich geb dir den kleinen Kopfnuss. Junge. So ein Schlachi ist ja nicht schlecht. Ein Handschlachi ist gut. Ja. Halt fest! Haben wir im Shop, können wir liefern übrigens. Weiß ich doch nicht. Och, die Bits. Oh. Ist wichtig oder ist es wichtig? Kann denn nicht so fest nur sein? Brauchst du noch oder geht jetzt? Nee, ich glaube, es geht. Gut. Ich hab keine Kanthölzer. Ja, Robert sagt, wir sollen Kanthölzer unternehmen. Ich hab keine. Wir konnten gerade nicht machen, Robert. Wir mussten jetzt damals arbeiten, was wir haben. Und es hat super geklappt. Es hat sehr gut geklappt. Wir haben alles verheizt. Und zwar nämlich kühl vorhin. Ja. Ich glaube, hier brauchen wir die ganzen drei, nächsten drei Wochen nicht mehr. Hätte so viel Hitze hier drin heute. Und das hier siehst du ja durch ihn das letzte Mal. Oh. Ne? Ein schwieriges Unterfangen. Ist gleich Viertel. Soll ich dir fahren oder was? Schnell? Mir geht es nur darum, weil ich schnell dir fahre, deswegen schneller kann ich sitzen. Mit 277 Zuschauer und nur 37 Daumen hoch, wurde gefragt. Ja, stimmt. Guck mal, jetzt links alle los mit den ersten zwei. Die sind mit den Emojis da. Siehst du unten rechts? Wie schön. Geil. Hier bei uns sieht das so aus, kann ich euch ja mal zeigen. Das sieht so aus. Da haben wir den Chat hier und den ganzen Dinger da mal hochbollern. Geil. Ja, nee. Das ist für dich eine Nachricht, ja. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Du kannst mit selber antworten, bist schon ein großer Junge, ne? Hier, bitteschön. Mir allein als Passagier. Passagier. Was sagt er immer? Frankie sagt, nehme immer ein Vaterhammer und nicht den von Mutti. Ja. Was willst du machen? Könnten wir auch liefern eigentlich. Clip ist raus bei Insta direkt an euch. Ey, Steffen, vielen Dank. Robert, da ist ein Clip an uns geschickt worden. Wenn du uns den mal schicken könntest bei WhatsApp, wäre cool, Robert. Wenn du gerade auch vielleicht. Ich trenne jetzt den Motor. Soll ich mal. Warte. Ich möchte mal kurz wegen dem Einfangen. Wird am besten filmen. Komm her, ja. Ich nehme mal kurz eine Hand. Komm her. Wenn es wieder ruckelt und leckt, sagt Bescheid. Den müssen wir wieder umswitchen. Ich will mal sehen. Warte, ich muss auf den Bildschirm gucken. Aber der Kürbis.
Jawohl. Gib mich mal. Zu den Rohr? Nee, die Mutti für jeder. Holt hier die Mutter mal auf. Ja, weil die will die Antriebsbrille nicht kaputt machen. Wo kündigen. Ah, Diego, wir gehen. Warte mal. Das ist 8er, nee, ist ja mit andersrum. Das ist Feinde-Wende. Andersrum Feinde-Wende ist das, ne? Ja. Aber warte mal, das Kimo so hier drin. Ich hole mal die Kurbelwelle. Boah, ist das der Stand von dem Motor? Ja. Nee, ist er nicht, Alter. Das ist Alter. Der hängt oben fest, nicht? Bleibt ruhig. Wir sind ganz entspannt. Kriegen wir alles hin. Schon ganz einmal Dinger versaut. Ja, ganz wichtig, die Schneidung da hinten, ne? Ist was geil wäre? Nein. So eine Holzkeile, dann könnte man den schön auseinanderkeilen. Ach so, ja, mit drin prügeln denn, ja, ne? Oder Kunststoff am besten, Holz gibt Nahrung. Aus Eiche. Na, Holz wird aber so in spröde, nicht? So scheiße, ja, Junge! Hab's da Sänge hinter. Wie soll das auseinandergehen, Meiner? Warte mal, kann nicht nur sein, dass die auch raus muss? Oder irgendwas, Jane, so weit dran nicht kriegt. Guck mal, die Pendale, die wird mir schon nach hier. Guck mal, wie schön. Der kommt leer. So, sondern. Da hängt noch irgendwo nicht? Ja, die Buchse hier schön. Ja. Wir haben gerade eigentlich einen Job. Wir haben einen Auseinanderdrücker, wurde mir gerade gesagt. Komm mal, nee. Reicht doch. Nee, guck mal, ist doch schon so fertig. Krieg die Mikrowelle an. Warte, ich versuche mal einzufangen hier. Alter. Pedalwelle ist Goldjob. Ja, aber unsere ist eh eine Fritte. Die ist kaputt. Die ist schrottig. Aber da sind mit Triebeöl drin, aber, wa? Guck mal, Frank ist auch die schöne Gewinde hier. Ach. Schön die Winde vom Kettenrad, weil links angetrieben ist. Links die Winde ist. Nicht, dass die bei den schauen. Nee, die hat keinen Schaden. Mann, ich hab ganz vorsichtig. Kriegst ja immer alle wieder ein. Ich mach jetzt mal den ersten Tag. Problem, das sehe ich nämlich so schon, dass das auf keinen Fall mittig ist. Nee, ist es nicht. Also aber wir kriegen den Zylinder auf keinen Fall. Nee, den Zylinder kriegst du nicht ab. Den musst du echt rausbollern. Aber wir kriegen ihn jetzt besser raus. Ja. Weil wir hier, jetzt können wir hier Hitze reinschicken. Und richtig von unten hier schön in Feuer geben. Jetzt bräuchte ich mal so einen Bottich. Wollen wir den mal sauber machen hier? Könntest du das sauber machen übernehmen? Obwohl, das können wir ja eigentlich auch hier reinpacken. Ja. Weil es ist ja egal, wird ja eh, kommt ja eh eine Ding. Mal kurz immer hier so. Zack. Hier sind unsere Mumpeln. Mumpeln sind es wichtig. Die Tonnenlager. Ach, das ist Tonnenlager, also Mumpellager, ja. Okay. So, dann wieder rinfrickeln da, dann traue ich aber alles immer noch rein. Wir sind so ein Treffen im Büro, wir sind dabei, ja. Laut Plan jetzt, ja. Würde ich schon mal fix sagen, wir sind ja dabei. Haben wir jetzt eine gesagt, wir fahren hin. Ja, haben wir heute beschlossen. Ja. So, das wäre das. Das jauche ich da erstmal so rein. Käfig noch heile, wird gefragt, der Käfig von den ja. Tonnenlager, das heile, ja? Ja. Käfig ist heile, gut. Was sagt das die? Das ist so ja noch einer aus Metall. Ach so, ist kein Kunststoff, ja. Ne? Ostocker sind auch ein Buro dabei, geil. Was meint der lange mit Hau? Ciao, oder? Die kriegen den hier raus. Guck mal, das ist nämlich schon mal anders bei dem Motor hier. Warte, ich versuch irgendwie mal näher. Als bei dem Rheinmetallmotor. Mhm. Die Schaltschleife. Du hast nämlich hier, diese Schalt, die ist anders gelagert. Okay. Die andere hat die nur so einen ganz kleinen Vierkant gehabt. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich das, was sie meinten. Ach so. Dass das mehr Stabilität bringt. Mhm. Gut zu wissen. So! Ah. Schon wieder? Ja, wir waren gerade dran. So, jetzt will ich erstmal da noch ein bisschen Hitze drin schicken. Wegen der Hylinder. Oder meinst du, den kriegen wir jetzt so raus? Nee. Soll ich mal von unten ein bisschen hinschultern?
Gib mal. Warte mal, warte mal. So, mit Ding so fest ist, weil sich hier das Ganze, der Grau ist und das, Genau. Ich habe das Gefühl, also das Lager ist nicht fest, denke ich mal. Jetzt ist wirklich der Coil mit den Ringen verballert. Lager ist auch fest. Und die Buchse ist... Lager ist auch fest. Meinst du, ja? Dann ist alles zusammen. Du, der kam gerade aus dem Kohl. Guck mal, was hier da unten... Aus dem Kurbelgehäuse. Nee. Alter. Pass auf. Oh, hoppala. Wissen wir, was wir da jetzt machen? Sag mal was, ich weiß es nämlich nicht. Ich gehe jetzt rüber am Schraubstock, spann mir das ein und dann dreht den Motor einfach um. Was das Ding los ist. WD-40 rein, ein bisschen trinken und ausrasten und weiter basteln. Die Frage ist, kann ich mitkommen? Der kann da, der steht gerade viel, was nicht zeigen können, ne? Nee, da ist das, zu viel Zeug. Es sind noch zu viele Projekte, die noch kommen in Zukunft. Ja. Nee, das können wir nicht machen. Dann wisst ihr ja schon wieder, was nächstes Jahr alles noch kommen wird. Überraschungseffekt. Ist eine Hyraschung. Ich schalte mal kurz um. Kleinen Moment, warte mal. Oha. Aber dann mach auch bitte hier zu, weil dann könnt ihr rausgrunschen vielleicht noch, weißt du? Ja. Ja, ja. Hab ihn, glaub ich, gleich. Hast du ihn gleich? Ja. Ich würde gerne zeigen, das ist ein bisschen blöd, aber oh, das ist schade. Also deins oder meins? Deins sieht aus wie gut. Hat der Mikrofon noch rum, ja. Was soll Susi mich fragen? Wo ist, ach, da oben. Ja, du, wenn der das wollt, dann können wir das regeln. Das ist kein Problem. Das kriegen wir hin, Susi und Manja. Das ist, kann ich liefern, kann ich rüberschicken. Mit Zustimmung, ist klar. So, warte mal, kam hier noch was drüber eigentlich? Und hast du das? Die Kurbelwelle abgebrochen. Die Kurbelwelle abgebrochen? Ja. Warte, wir müssen die auf die Kamera switchen hier. Hallo. Geh mal wieder zum Tisch vorne hin. Dann können wir das mal zeigen. Schön hier unten vorhalten, so hier so. Hier so. Ja, ich hab immer die Deployer abgerissen. Zeig mal schon ein bisschen, wie so ungefähr meine Hand ist. Ja, hier so. Alter. Schön den Hals umgedreht, ja? Also. Junge, Junge, Junge. Komplett im Arsch. Wie kann das so fest sein? Dreht nichts mehr, alles fest, hier rostet. Gut, das haben wir. Geschafft. Okay. Ey, sind wir durch für heute, wa? Wir sind für heute durch. Und die gute Zeit. Würde ich mal sagen. Hau ich jetzt in der Reinigung mit dir red. Und dann sehen wir mal, das machen wir den Rest. Ich würde mir mal die Hände waschen gehen. Ich muss auch pullern. Also wirklich pullern, wie dolle, ganz schön dolle. Wir machen wieder eine Fragerunde noch so. Und dann kommen wir weiter und beantworten noch ein paar Fragen. Also ich würde sagen, du gehst Hände waschen, ich geh kurz pullern. Das ist blöd. Der ist eh nach weg, hast du recht. Ist auch, ach, das bleib mal so lange hier. Ich hab eine Nachricht von Susi gekriegt. Komm sofort, ja? Komm, ich bleib hier. Warte, ich mach mal die Kamera umschalten. Da kann ich kurz in der Zeit mal eh mich um Susi und Manja kümmern. Weil das haben sie ja beide sich gerade ausgemacht hier. Aber jetzt krieg ich von zwei Leuten Nachricht, das ist ja schön hier. So. Für Manja der Kontakt. Gut, warte, Manja habe ich hier auch irgendwo letztes Mal gehabt. Warte mal. So, Kurbelwelle geht noch. Ja, wenn du die polierst und ein bisschen einölst, dann kannst du die Nummer nehmen. Also, ja, die hält nochmal 50.000 Kilometer. Partnervermittlung Glösche. Ja, so ungefähr fühle ich mich gerade auch. So, da haben wir die Manja. Und dann muss ich den irgendwie weiterschicken. Warte, das geht doch irgendwie so. Moment, klappt das gleich. Dann habt ihr gleich die Nummer und dann weiterleiten. Geht das irgendwie oder was? Ich mache einfach hier einen neuen Kontakt. So, alles klar. Zack, zack. Und den Link nochmal zu Manja. Und schicke euch den Kontakt von Susi rüber. Dann könnt ihr euch da zusammen kontakten.
Susi, weiterleiten. Zack. So, bitteschön. Haben wir doch geklärt. Was haben wir noch so? Eine Minute, eine Stunde 20 von euch entfernt, Ostrock. Ja, das ist geil. Das ist von uns auch ungefähr so entfernt. Dann vielleicht eine Stunde nur, aber dann, wenn wir uns da sehen würden, würde mich freuen. Wir sind auf jeden Fall da. Susi, gerne doch. Ist trockene Luft bei uns, ja, hast recht. Lösch heute. Ich habe heute kein lustiges Shirt an, weil ich bin jetzt ehrlich, ich habe es heute Morgen vergessen anzuziehen. Ich habe noch so ein Shirt mir gekauft, das wisst ihr ja. Und ich habe es heute Morgen echt verplant anzuziehen und deswegen muss ich heute in ganz normaler Klamotte hier stehen. Sonst wieder ein lustiges Niki mit einem coolen Spruch drauf, aber ja. Was haben wir sonst noch hier? Ich bin durch mit dem, was ich hier sehe. Der Bildschirm ist zu kurz, hier müsste man mehr Fläche haben, dass hier mehr angezeigt wird. Wollte er sonst gerade nach. Ich glaube, Eich hat sein Mikro mitgenommen, kann das sein? Jo. Oh nee. Nicht, dass er jetzt irgendwas da plaudert oder was nicht online zu hören sein soll. Das wäre jetzt lustig. Also nicht so lustig, aber. So wie ich sehe, ist gerade nur meins verbunden. Seins ist entkoppelt gewesen, als er auf Toilette war. Das ist auch schon mal sehr gut. den Esser, den wir hier bauen, oder, beziehungsweise alle Esser, die wir hier gemacht haben, also der vorige und der jetzige, sind einfach aus dem Regal gezogen. Also die waren schon da. Die waren mal irgendwann erworben, vor ewigen Zeiten. Und ja, jetzt ist der mittlerweile auch genau 60 Jahre alt, der Rennesser. Nächstes Mal Motor zusammenbauen, genau. Also am 26.12., sprich am zweiten Weihnachtsfeiertag, haben wir jetzt geplant, dass der Lange vorbeikommt. Mit Anhängsel und uns dabei hilft, über den Motor zusammenschwarten. Oh. Du hast dein Mikro mitgenommen. Nächstes Mal, wenn du hier rausgehst, ja? Kalt! Ich meine nur, darf ich jetzt pullern gehen? Nein. Frankie kommt Freitag vorbei, hat er gerade gesagt. Was wollen wir machen? Frankie kommt Freitag vorbei und trinkt wahrscheinlich ein Bier. Guck an. Sag mal, was ganz Neues. Und er hat noch ein paar Teile, die du kaputt gemacht hast. Ich hab was kaputt gemacht? Der steht, hab auch, und dann diese blöde Herz davor, noch ein paar Teile, die Eiche kaputt gemacht. Die Eiche kaputt macht, so rum. Ja. Also ich bin mit allem durch, Mission. Du kannst dann die nächsten Fragen... Ja, Meister! Und ich pullern gehe. Soll ich dir gleich fahren, Rucke, oder was? Ich würde meine Tier erstmal ranpacken. Ich muss ich morgen einen Ultraschall packen. Nach einem Ultraschall hin? Würde ich gut finden, ja. Wir könnten das machen. Ich würd auch schnell kurz... Ihr könnt alles machen, was da war. Achso, alles klar. Nee, hat's ja nicht gewundert. Ihn müsst ihr noch. Ja, Lütten! Gut. Ich muss noch nicht fahren, nur zur Info. Ich geh strollen? Ja. Gut. Ach, wir räumen gleich auf. Ich mach jetzt erstmal. Achso, genau, der Schnippes, war ja noch. Schnippes. Ich sag nicht Schnippes, in die Chöre. Ja, Likörchen, sagt Tobias. Und muss ich das feiern? Likörchen! Zur Kühe. Wo ist Likörchen? Vierte Stimme. Ist der Motor wieder da? Lassen wir schon das nicht. Der ist nicht wieder da. Aber wir haben die Sache aufgeklärt und. Sagen wir mal so, Vergeltung ist in Bearbeitung. Ich habe da schon eine gute Idee. Die werden wir, denke ich mal, auch durchziehen, weil das können wir uns nicht bieten lassen. Ich werde mal noch so eine Mandel hier essen. Oder gleich drei Stück oder vier. Das passt auch nicht so eher, Likör. So eine Mandel. Total lecker. So, das darf ich ja wieder nicht bewegen, denn dann gibt er wieder her. Nee, mach ich nicht mit Waschbenzin. Habe ich so ja schon vorab. Den habe ich so wie jetzt im Ultraschall. Und dann dauert das ganz lange. So einen Tag. Dann ist der wieder sauber. Aber dauert halt eine Weile. Und dann sollte das eigentlich wieder gehen. Ja. So sag ich mal. So die Idee. Bring mal ein Putztuch einmal mit. Putztuch, orange nehmen? Ja. Ich klemme mal kurz meinen Ton hier wieder an. Ich hau mir ein paar Mandeln hinter. Die Mandeln sind gut, nicht? Ja, oh. Geht immer.
das ist gut so, Kappel. Putztucheimer. Hier ist er, ein Angefangener. Bitte schön. Der kann ich jetzt auch in die Kirche trinken, ne? Ja. Gib mal einen Becher raus. Ein Becherchen. Haben wir die am Tisch? Ja, am Tisch. Sollen wir so ein Eierlikörchen probieren? So ein Röllchen. Ich habe ja von denen noch nicht gekostet, von den Jungen. Ich will mal so ein Eier. Hat sein, ja, ich will mal so ein Eierlikör-Ding jetzt mal probieren. Schütz mir bitte ein Ei, danke. Dazu möchte ich aber dann auch ein Eierlikör. Ich würde, also mich interessiert ja mal echt brennend, ja? Wer von den Zuschauern auch jetzt gerade sich so ein Bierchen oder so oder ein Wein oder eine Sektschorle. Sind alles Schluckis. Alle wie wir, meinst du? 100% nicht. Also das wäre jetzt doch, ich muss mal ausprobieren, was ich mal so gehört habe, Social Media mäßig. Wer jetzt auch gerade was Alkoholisches zu sich nimmt oder genommen hat während des Streams, macht mal, wie ist das hier so was im Chat, so, wir müssen mal eine Zahl ausdenken. Wir nehmen die 4. Nee, eine 8, sieht aus wie eine Flasche. Wir nehmen eine 8, aus wie eine Flasche, eine 8. Das wäre jetzt gut, ja. Und Johnny, Plätzchen haben wir da. Plätzchen haben wir da, mein Freund. Jetzt sagst du, ja. Das ist gut. Das hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, guck mal hier. Ja, guck mal. So, sag dir doch. Kamillentee, Tee, für den Hals jetzt gut. Johnny trinkt nicht, sagt er. Ja, ja. Der ist auch auf Berufsschule, darf nicht. Der hat der Verbot. Ja. Mach doch mal auf! Ich bin dabei! Ja. Darf ich den anbieten? Ja. Bitteschön. Nee, will ich mal probieren. Der. Oha, der riecht aber sonnestark, du. Mm. Ist gut, oder? Ja. Oh, richtig. Wasser geht auch. So, oh, Thomas, lecker. Mach's gut. Danke, dass du mit dabei warst. Oh, halt mal. Wir müssen, du musst zur Kamera nicht drehen. Im Rücken ist immer unfreundlich. Das macht mir eigentlich alles. Ich weiß. So blick nichts in Oh, ist aber lecker. Oh, nee, komm nie ran. Brauch ich noch zwei von wahrscheinlich, dann jetzt erst. Oh, köstlich. Sascha ist wie wir, seit Anfang vom Stream schon am Trinken. Ja, willst du sonst mal abends? Ja, du kannst auch nicht machen, außer, ja. Erträgst du sonst nicht. Und dann kommen wir noch dazu. Ja. 8x4. Jetzt stell mir mal bitte den Zuschauer der Woche vor. Finde ich besser. Nee, stell mir mit dem Zuschauer der Woche. Wir haben eigentlich immer die gleichen mit dabei, die immer ruhig und lustig dabei sind. Wir haben euch alle gleich. Warum das anschreien, weil es hier anders nicht möglich ist? Ja. Das hört ja keiner zu. Ich habe es schon mal anders versucht, aber. Das bringt nichts. Du musst hier blöken. Also, da kommst du nicht weit mit. Nee. Sonst, das geht sonst verloren, die Information. Lübster Bockbier. Ich habe auch hier Bockbier, aber halt. Fällt nicht, ist ja U-Bock. Feldschlösschen. Ich komme hier auf den Maibock. Maibock fand ich richtig lecker. Was ist denn daran wieder anders? Der Geschmack, also die ist stärker. Und der Geschmack ist richtig hopfig, glaube ich. Also ich kann es nicht beschreiben, das ist aber lecker. Der ist richtig lecker. Okay. Also Maibock ist wirklich. Danke! Oh, mit Auswurf. Ah, jetzt verstehe ich, was er meint, aber ja. Ja. Ob ich jemals wieder gesund werde? Ja, eigentlich hast du gedacht. Ich weiß es nicht. Der Ding ist durch. Ja, der Zuschauer der Woche, schön, genau. Ich werde nie wieder gesund. Wechselt doch mal von Eiersuft zu Moonshine. Ja, das ist ja richtig krasse Zeug. Da bist du ja gleich wieder. Bitte. Nee, ich trinke keinen Schnaps. Die Schnappe sind wir raus. Das ist nicht, ich bin ja kein Hülbeli, ich sauf kein Moonshine, meine ich. Na, nicht mehr. Ne? Muss ja schon bei der Wahl bleiben. Ja. Aber Schnappes hat der Teufel gemacht. So, ich muss hier ein bisschen sortieren, weil das muss auch ordentlich wieder sein, weil ich drehe sonst auch ab. Das höre ich zum ersten Mal von dir. Pass auf, Joel. Du, Martinski finde ich gut, seit 15 Jahren abstinent, das würde ich auch gerne können. Das muss ich erstmal machen. Ja, das ist echt eine Leistung. Da, Respekt, wirklich. Ach so. Wir gebührt den Handwerker verstehen uns, jawohl. Da zähle ich mir zu, da können wir stolz drauf sein. Worauf könnt ihr stolz sein? Na, gebürtiger Hafenberger zu sein. Warum kann man da auch stolz sein? Weil ich mit der letzten einer war, mit den Krankenhausschließungen da. Deswegen freue ich mich darüber immer ein bisschen. Ja, aber darauf kannst du nicht stolz sein, hast du ja gerade gemacht. Hast du nie was getan? Nee, ich wollte raus zu der Zeit, hätte ich getan. Ich hab mich rausgewurschtelt. Aber das hast du doch nicht gemacht, das der Körper deiner Mutter hatte gemacht. Ja, aber ich wollte ja raus, ich hab geklopft. Tuhu, Foto auf. Aber das ist doch Blödsinn. Ja,
Ja, man sieht doch nicht, wie das war. Man sieht doch nicht, wie das war, ha? Sag bloß! Der Dartscheibe fehlt noch auf jeden Fall, ja. Und Johnny, ja, ich werde Johnny direkt machen. Wie läuft es mit dem Esser? Ja, gut. Der ist fast fertig. Naja, will ich jetzt wieder nie sagen, aber. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir machen bis es, na, wir machen es so lange, bis es fertig ist. Guck mal, von Freibleiben. Seine erst kommt das Hafenwerk, ist auch ein Zufall, Alter. Guck mal, ja, wie klein die Welt ist. Ist das geil. Oh, am 26 gibt es neue Mandeln von Nadine. Oh ja. Yeah. Geil. Oh. Die waren echt edel wieder. Tobi fragt, ich habe mal eine Frage. Warum werden eigentlich Wildtiere immer auf dem Standstreifen überfahren? Das würde ich auch gerne wissen, ja. Ja, weil die doch immer auf dem Standstreifen liegen, die Wildtiere, wenn sie überfahren wurden, weil sie drüber geschoben werden, von der Straße runter. Oh mein. Ach so, die, oh, ach so. Oh, die bei so stehen bleiben auf dem Standstreifen, okay. Bleib doch mal sachlich, Junge. Nee, weil, willst du nicht mal auch ein bisschen aufräumen damit? Ich hab halt eine Sau dreckig gemacht mit dir. Sitzt halt immer eine Sprüche, Junge. Irgendwann. Im Livestream. Irgendwann scheppert es aber richtig. Ich sehe in die Tachtelt, Junge. Dann ist das. Abgasanlage für die Werkstatt wäre nicht schlecht. Besser für die Gesundheit. Ja, aber eher wegen den Dämpfen, die unten rum rauskommen. Die anderen haben wir hier. Fenster offen. Das zieht gut ab. Aber so ein paar Duftbäume wären nicht schlecht. So ein Luftverfrischer. Verfrischer. Verfrischerung. Haben wir noch jetzt. Und Eichi, kennst du das? Sauf, weil haben die gelesen von Elsterglanz eigentlich? Da wird das Herz wieder davor, dieses doofe Herz. Sauflied möglicherweise, oder? Sehr, ne? Du kennst ja alle von den Leuten nicht. Sag mal, der wegbringen hier. Mal rüber zu Tommy Pascal. Das war übrigens dein Aufsatz hier. Das Sauflied von Elsterglanz, welche denn? Weiß ich jetzt ja nicht, warte mal. Doch, ich glaube doch. Wo die das live spielen, glaube ich, ne? Ist also das kann, das kann sein, ja. Aber übrigens, einen Duftbon haben wir zu hängen heute. Frisch von Alulöffel gekriegt gestern, aber der bringt ja nicht mehr so viel, weil wir schon den ein bisschen zum anderen richtig gebracht haben. Du bist windig drin, guck mal, stimmt richtig drin hier. Ja. Hier pfeift der Fuchs, du. Der Fuchs pfeift. Rari Dritter ist da. Tobi, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Nicht, wir sehen uns. Ciao! Krafti hat übrigens recht, was Krafti sagt. Der Duftbaum hat einen falschen Platz. Wo ist der denn? Der hängt an der Wand, an der Pinnwand, hinter dem Rico-Zettel. Daneben. Oh, ja, da hängt er doch falsch! Ja, guck mal, wo er hin muss. Hier, da steht's, da steht's. Hat Krafti gesagt. Mann, das hält doch nicht immer so. Man kann noch mal pupsen. Du mal das Werkzeug hier mit dem Zeug. Der hat Hände voll gerade, warte. Ich komm nur noch mal wieder. Die Spezialwerkzeuge. Und jetzt sind auch von Tommy Pascal die Sachen hier. Und die auch hier. Das ist ein Zange, wa? Der 400er. Schöne Ding da. Junge, Junge, Junge. Ja, das ist schon. Das kannst du halt machen. Wetter, Junge. Mario kommt nächste Woche lang, sagt er. Was machen wir denn? Nächste Woche haben wir Inventur. Das ist, sind wir da. Ja, du bist nicht da, du hast Urlaub, ne? Vom 28. zum 29. erstmal, ja. Also, du könntest, also Mario, wenn du uns beide sehen willst, dann am 27. wären wir vor Ort. Da haben wir auch, ja, da brauchen wir keiner kommen, weil wir haben am 26. Wir sind trotzdem 27, weil wir noch eine Lebstunde machen müssen. Ja, wir sind da, aber nicht gut drauf. 26. und 27. Feierabend. Feierabend. Grüß dich, Döner. Moin. Ja, das ist Werkzeug für Tommy Pascal. Der kriegt aber ohne Wind weg. Das ist, ja. Tommy Pascal. Du bist, der Kumpi. Soll ich mal kicken? Ja. Ich stelle mir die Kamera gleich um nach hier hin zu uns, dann können wir uns hinsetzen wieder. Ja, lohnt noch. Guck mal hier. Machst du Gucke? Ja, so. Du bist mein bester Kumpel. Oh. Ich pack den übrigens nur bei Tommy auf den Tisch. Ich räum den nicht ein, ne? Ja, was macht man so nicht? Nein, war ein Spaß. Ich mach hier schön ordentlich. Ich hab erstmal noch eine gebrannte Mandel für meine 4 Jungs. Das war meine gewesen, aber ist gut. Das waren doch nicht deine. War auch nicht meine, war ein Spaß. Stand da ja nicht rein. Das Ding ist? Ja. Dass wir den Motor jetzt auseinander haben. Das ist schon mal ganz gut. Erstmal ein Eierlikörchen. Ja, siehst du, mach mal ihn auf. Kipp mal ihn in. Ich muss mal den Bildschirm. Nein. Nee, ich muss ihn nehmen, ja. Kannst du das lesen, so, den Chat? Gleich, ich krieg nicht Alterhöhung. Ich krieg ja wie ein Löwe. Ja, sag ich ja auch. Kriegst du Geld dafür, ja?
Nee, mach den, dass ich weg bin von der Deswegen, Straße. Ich bin ja genauso. Also drehen wir hier alle wieder so ordentlich hin. Zack. Und dann können wir vielleicht auch das Licht eben ein bisschen zu uns drehen hier. So, zack. Was ist hell, Alter, Schwede. Hoppala. Urlaub, wenn Inventur ist. Ich darf nur Urlaub machen, weil ich habe Geburtstag. Und ich darf bei der Inventur nicht mitmachen, weil ich nur bis 5 zählen kann. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist nur euer Problem, meinst du das nicht? Twig, würdest du noch, kann ich den ein bisschen höher machen? Was sagst du, wenn die jetzt mal hier so? Dann ist die ja nicht vor dem Bildschirm, nicht? So, wenn ich so mache? Kann man noch nicht so alles hören? Ja. Gut. Dann Mike, so ist noch Logo schön drauf, sind wir schon drauf. Kennst du die Dinger mal? Ja, die sind gut, ey. Die sind wirklich. Alter, Falter, ey. Das ist geil. Das ist unfassbar. Die haben bestimmt 8000 Kalorien. Ja, Nüsse, wenn man mal umbacken hier, umratzt mit irgendwas. Ja, mit Zucker. Ja, klar. Alter, Falter. Nee, Glühwein haben wir nicht. Glühwein kommt erst am Dienstag nächste Woche. Am Dienstag. Ja, so war der Plan. Mhm. Mann. Du bist 15, du bist überqualifiziert. Ja, ich bin überqualifizierter Erntehelfer. Ja, die auch schöne Feiertage. Grüße aus Ungarn. Ungarn heißt der. Budapest. Ja. Ja. Grüße zurück, Mensch, du, ins Nachbarland. Wo steht denn der? Na, bei vorletzter Kommentar von unten. Ach, da. Aber in SA1 fährt 1 zu 25, ist soweit schon mal richtig, wegen der Messingbuchse. Aber 1 zu 39 ist, glaube ich, original. Da oben war der was. Wir haben unseren Schorsch auch mit Overtroll behandelt und das stinkt ja wie so. Stinkt das wieder auf? Hat das gestunken, Overtroll? Ja, nicht. Das ist ein bisschen, ja. Stinkt ein bisschen, aber wenn das, boah, ich finde das geil. Also weiß ich so, nicht so dramatisch, selbst schlimmere, ja. Sachen. Ich fand das gut. Du bist aus dem Vogtland. Wo ist denn Vogtland? Weiß ich gar nicht so genau. Wir sind ja geografisch eh immerhin schon. Irgendwo an der Grenze. Wir sind lustig und informativ mit der IEV. Das ist unbedingt mal geil. Das ist zwischen uns ausgelacht gerade. Ja? Mhm. Finde ich aber gut, finde ich richtig lustig. Carsten aus Thüringen, Mensch, Grüße zurück. Wir haben schon oft die Häufel in den Videos. Das ist doch, guck mal. Das ist doch. Verstehe ich immer ja nicht. Ich verstehe auch nicht. Ich glaube, wenn ich nur rum, dann klappt das irgendwann irgendwie. Also Simson Reparaturvideos sind großartig, viel Glück, komisch, als dieses Herz geht mir da runter. Warum man das nicht wegmachen kann, ne? Dass man komisch das nicht lesen kann. Ich auch nicht. Bescheuert. Könnt ihr mir einen 70 Kubikzylinder sagen für S51 Motor, wo ich nicht ausspülen muss? Nee, gibt's nicht, gibt's noch nicht. Nach. Weil die Laufbuchse dann nicht passen würde. Das sind zu dünne Diameter, dann kannst du, das geht nicht. So sieht's aus. Grüße aus Havelberg, Grüße zurück. Grüne Grüße zurück aus dem schönen Havelberg. Westerwald, ja, gibt dir das mal an. Ist so. Ja, beim Vergaserreinigung kannst du eigentlich keine Dichtung kaputt machen, weil du die vorher rausnimmst. Du hast die Häuserwanddichtung und dann hast du die Dichtung hinter dem Nadelventil und manchmal hast du noch einen Nullring an der Eni-Mischschraube. Aber sonst ist er nicht mehr und die machst du nicht kaputt, die nimmst du ja vorher raus. Also Vergaser auseinanderbauen, komplett zerlegen, reinigen, wieder zusammenbauen. Am besten neue Dichtung würde ich immer verwenden. Und dann Grüße aus den Niederlanden, Alter. Schön. Geil, Grüße nach Nachbarland zurück, doch. Habt ihr aufgehört zu rauchen? Nee. Ich war beim Pullern gerade heimlich. Hast du deine mitgekriegt, wa? Doch, habe ich mitgekriegt. Hast du da geraucht? Beim Pullern, ja. Das finde ich ein bisschen unfair mir gegenüber, ja. Möchtest du den hochholen damit? Nee, wir machen ja bestimmt nur gleich Feierabend, oder? Ja, ist ja bald soweit. Was sagt denn ja noch? Ich muss noch mal nach Hause. Ich bin noch müde. Also schläfst nicht bei mir, ne? Nee. Das finde ich aber schade. Ich weiß, aber ich muss mal nach Hause wieder. Aber ist noch hier alles noch in Waage. Gut. Also Ede Terpe können wir noch reinklingeln. Nee, kann ich nicht. Ach, du musst ja fahren. Du hast ja schon 2 getrunken, nicht? Ja. Grüße aus der Uckermark, das ist auch schön. Ist denn Jungs, sagst du Anhalt, Uckermark? Was? Uckermark? Weil kenne ich null, sagst du Anhalt aus. Uckermark ist in Brandenburg, die ist so Templin dahin, östlich. Ist ja bei Berlin die Richtung. Nordost. Aus, ne? Was? Ist ja hinter Berlin von uns zu sehen, ne? Ja. Über und neben Berlin. Ja, genau. Hm. Polnische Grenze. Ja, ja. Ist da unten, ja. Hm. Und Mecklenburg-Vorpommern ist auch die Grenze. Okay. Da liegt die Uckermark. So Templin. Ich bin da raus. Das Fürstenberg ist aber, glaube ich, noch nicht Uckermark. Mhm.
Bin mir aber ja nicht so richtig sicher. Naja, da hinten jedenfalls. Der S51-Rahmen auf dem Schrank da hinten, der ist als Reserve, weil der, der kam vom Kunden zurück, den haben wir verkauft dem Kunden. Der hat einen Lackplatz gehabt, haben wir vorher auch nicht gesehen. Und den wollte er nicht haben, haben wir umgetauscht, ist ja klar. Die soll er am Fuß. Am Fuß ohne, wo man nicht sieht. Also ist ja, wir tauschen wieder um, dafür ja, sind wir da. Ist ja normal so. Und den haben wir als Reserve, falls wir mal irgendwie einen Tauschrahmen brauchen. Und bauen dann bei uns irgendwie jemanden von innen. So der ja. Plan. So ist es. Und ist der Plan auch gut gelungen, verträgt er sich Änderungen. Darum ändern wir von früh bis spät, weil es ohne Ändern gar nicht geht. Was passiert noch am 18? Was wird am 18 noch passieren? Also der nächste Plan vom 18 ist der neue Zylinder. Da ist gerade Nico mit dabei. Der macht mir den gerade fertig. Dann kommt dazu ein passender Auspuff. Das sind die Sachen, die wir jetzt fest geplant sind. Ein Schornstein meinst du? Ein Schornstein. Also eine dicke Resotüte dran, wegen Optik wegen. Und dann müssen wir gucken, was kommt. Vielleicht ja. Gleich ein bisschen was Spielereien, aber das ist schön offen. Danke für die gute Besserung, ihr süßen Mädchen. Guck mal, jetzt wie du. Vielen, vielen Dank. Grüße aus Perleberg. Perli. Gleich um die Ecke bei uns, du. Ja. Aber oh, so viele Herzchen, guck mal. Ja. Ja, du kannst vorbeikommen, Olaf. Wir sind hier, Adresse findest du online im Shop bei unserem Impressum. Das ist nicht so. Du kommst vorbei und wir sind meistens da eigentlich. Welcher Kolben ist der beste für den Ori DDR-Zylinder? Mego-Kolben. Ich sag auch Mego, ich habe sehr gute Erfahrung mit. Ja. Am besten guckst du den Master von dem alten Zylinder und dann nimmst du das gleiche Kolbenmaster mal. Da war von Mego eigentlich für alle Größen da. Ja. Yes. Eierlikör hilft, glaube ich, auch nicht mehr. Nee, ja, die müssen auch leer machen. Ach, nein, ich hab's nur gedacht, das klang sehr flüssig. Nee, das klang sehr flüssig, ich dachte, da krieg ich am Land mit. Nicht wieder abdrehen, gleich. Na gut, eh, nein, die müssen. Die Pulle kann doch leer werden, ihr hört. Ja, ist ja nicht drin. Oh, Verzeihung. Mir ist nicht gut. Ich merke das schon, du bist halt nicht so, ne? Mensch, ich bin erkältet und krank und Corona. Das war ich letzte Woche auch, Alter, mit Brille sehr oft dabei. Und? Hab ich geheult? Nein. Ja, klar, sie heult. Jetzt hätte mir eine Foto voll gespielt, oder was? Ja. Prostata. Prost. Mego ist nicht nur am nächsten, am Original dran. laut meines Wissensstands sind jetzt die neuen Mego-Kolben, die M&A vom Mego fertigen lässt, sogar 1:1 die gleiche Legierung wie damals war. Also das sind zu 99% Original DDR-Kolben, wenn du so willst, von der Qualität her. Wie wäre es mit farblichen Anpassungen, beispielsweise weitere goldene Teile? Sieht ja momentan ziemlich durcheinander aus. Ja, das kommt noch, das ist ja der Plan. Fand ich auch. Also erst haben wir gesagt, der bleibt hässlich so wie er ist mit dem grün-blau, weil so richtig... Ist nicht so geil. Aber ist nicht mehr so cool, ist nicht mehr so geil. Da wollen wir uns auf jeden Fall noch mal ausdenken. Selbe Rezeptur, genau, selbe Rezeptur ist da. Und gleiches Mischverhältnis soll alle gleich sein. Deswegen haben die extra Mego genommen, weil das irgendwie dann die Tamt exklusiv für die gemacht. So Mego! Kennst du Mego? Ich kenn Mego, was haben wir hier? Kriegst du ja einen Haufen Nachrichten, ey. Nee, das ist eine Firma, ist das hier. Für Ratten? Wir haben einen Riel gekriegt, die müssen uns angucken anscheinend. Ein Riel? Können wir ja nicht. Warum nicht? Auf dem Telefon. Du musst du kopieren. Wer hat uns den geschickt hier? Horst. Horte. Geht nicht. Schöne Grüße aus Nordbaden. Nächstes Jahr hängt mein Schwalbe hoffentlich an eurer Wand. Warum nicht? Ich könnte... Die ganze Schwalbe oder das Foto nur? Ich könnte um einen Gruß bitten. Zum Beispiel, hallo, danke, ich bin ein großer Fan, ich liebe Simson. Ja, doch, war richtig. Gut. Haben wir eigentlich vorgelesen. Ich weiß nicht, was ihr macht. Gut gemacht. Ich kann nur nicht richtig gut lesen, deswegen. Nee? Habt ihr schon mal was von 15 gehört, die eine Begrenzung bis 60 haben? Denn meine rennt nicht über 58. Nee, das liegt am Zylinder einfach nur. Die haben keine Begrenzung. Ja, das ist, reicht deine Leistung nicht aus. Das ist, ja, Zylinderscheiße, Einschlimmscheiße, das kann viele Ursachen haben. Ja. Die, also du kannst einen Zylinder an sich nicht begrenzen bis zu der kmh-Zahl. Das geht nicht. Nee. Zwischen den Feiertagen mal eine Ausfahrt ist nicht schlecht. Ich sag dir eins, wenn Schnee liegt, pass auf, ich hab's geschafft. Das weißt du ja, ne? Hast du ja gesehen wahrscheinlich. Ja, weil du nicht fahren kannst. Nee, weil ich wieder so ein bisschen driften wollte, ne? Ich verkackt. Ja. Wisst ja, wie das ist. Johnny, Top-Kulisse, so, ja. Siehst du, Johnny? Ich freue mich schon nächste Woche, wenn er da ist wieder. Wie? Johnny, ja. Der Stift? Der Saustift, ja. Ich vermisse ihn auch. Hängt ja auch Schwiegermutter an eurer Wand? Ich hätte da eh noch. Du, wir haben noch ein bisschen Platz frei. Das ist... Obliegt dir. Ja, was kommt da mal ein bisschen auf die Schwiegermutter. Was in der Fanpost drin passt, drehen wir an der Wand dranhängen. Ja, sag mal so, ja. Sag mal so. Fanpost ist Fanpost. Du, da machen wir keine Unterschiede. Ob wir noch eine originale Blinkerkappe vom S50 übrig? Nee. Nicht über.
Na, vorne geschraubt sind die da, oder? Die sind von vorne geschraubt, ja. Also, weil das sowieso Gold staubt. Deswegen. Mhm. Du, Tobi, wissen wir noch nicht. Mit den nächsten Rennen und wo wir sind. Das steht noch nicht ganz fest. Nee. Wir wollen ja einige Mofa-Rennen, also Esser-Rennen mitnehmen auf jeden Fall. Ja. Deswegen bauen wir auch einen Rennesser. Aber sonst können wir noch nicht genau sagen. Wo wir auf jeden Fall wieder sind, ist in Dessau. Bei Kumpel Niki. Tut mir leid, ja. Da sind wir im Esser-Rennen wieder dabei, wie dies Jahr auch. Ja, ja. Wo ist der Plan? Ochsenaugenblinker Originale, glaube ich, nicht an Lager. Nur die Nachbaudinger haben wir da. Aber die sind, finde ich, immer noch optisch genauso wie die Originalen. Ich weiß, nicht der gleiche Flair, habt ihr vollkommen recht, sehe ich genauso. Geil. Die Mandeln sind gut. Ochsenblinker könnten wir liefern, aber halt ist Nachbau. Frankie sagt, haben wir noch eine Kolben-Rückzugfeder? Nee, die habe ich letztens gerade aus, aber ich habe noch Ersatzkühlrippen, das will liegen, Frankie. Hätte natürlich 3-4 Paar zu liegen, Ersatzkühlrippen. Die brauchst du aber, die verschleißen immer. Die verschleißen immer, ja, mhm. Wegen dem Wind und so ein Scheiß. Wenn du dich anfährst, ist es vorbei. Ja, heute die Taschen ja voll. Aus Zwickau. Das ist doch mal so ein Treffen, nicht? Ja. Da wurde größte Sommertreffen mal vorgegeben. Ja? Und da sagen sie immer zumindest. Die Preise. Die Preise sind immer so an als größte Treffen. Das war mein letzter Winter. Mit Roland und Pilsette. Haben wir einen Kasten zu stehen hier eigentlich? Hier um Ecker, draußen stehen lassen wie eine Kälte. Ah, du bist ein schlauer Mann. Gut, ne? Ich mach mal hier kurz zu schon mal, oder? Ist ja kalt? Nee, das nicht, aber ich würde schon mal zumachen, allgemein so. Na gut. Ich mein, krass und freund. Weil der dritte ist, was du willst. The best highway. The history. Open slave. Hey! Mein Lieblings-Simson-Modell ist eine AWO tatsächlich. Aber wenn du Mopeds meinst, dann bin ich bei der S51 gut aufgehoben eigentlich. Wie ist bei dir? Für den Abet. Simson MS50 finde ich am geilsten. Sollst du keine Lügen erzählen? So, AWO. Ha? Und dann? Kann ich mir gar nicht so entscheiden. Eigentlich Star finde ich geil. Mhm. Und Spatz. Die ganze Vogelsache. Die Vogel, Spatz finde ich auch noch geil. Der Rest finde ich übrigens nicht so meins. Aber eigentlich finde ich die alle geil. Ja. Was Marcel sagt, euch einen schönen Abend. Ihr seid verdammt authentisch. Wir sind. So kenne ich es meiner Heimat hier MV, Mecklenburg-Vorpommern. Bitte bleibt wie ihr seid und nichts ändern. Solche Steine werden immer seltener. Wir machen nichts anderes. Wir bleiben genauso. Oh, die Mandeln müssen jetzt wegpacken. Das geht nicht mehr. Nee, ich fahre heute nicht mehr. Haben wir gerade schon geklärt. Ich muss heute nicht mehr fahren. Nee? Nee, ist ja schon weg. Siehst ja. Oh, Frankie, bis Freitag. Wir machen gleich Feier. Wir machen gleich das Jahr. Ja, Albatros ist auch geil, aber ja. Optik gesehen nicht so wirklich. Aber wenn du das hast, ist cool. Ist halt, weil selten ist, darum. Ja. Das macht das geil, sonst finde ich nicht cool. Nee, würde ich mir jetzt auch nicht holen. Nee. Nicht für die Preise auf jeden Fall. Stellst du mir hin, würde ich sagen, klar. Nehm ja. Aber ich würde mir keinen Kuchen freiwillig wollen, so, nee. Hör mal jetzt auf hier. Du auch weiter. Mann, ey. Mal, du bist doch RMZ-Fan, oder stimmt das nicht so wirklich da, ne? Ich kann nicht, nee, warum? Ich mag die halt auch. Ich begrenze mich da jetzt nicht. Du bist ja offen, ne? Ich finde mein Set auch geil. Ich finde auch Suzuki geil und Yamaha und Harley Davidson und keine Ahnung. CZ, ich finde halt Motorräder da generell geil. Mhm. Alt müssen sie sein. Das ist immer wichtig. MZ finde ich halt coole Zeug, weil das ist, die Simson ja auch. Übelst robuster Scheiß. Mhm. Ja. Sollen wir noch ein paar Fragen oder was? Weil sonst wollen wir langsam, glaube ich, auch die Biege machen, nicht? Wir machen jetzt Feierabend. Ich kann nicht mehr. Ich bin krank, Leute. Du musst im Bett, musst du. Ich muss nach dem Bett hin. So leid es mir tut. Ja. Nächste Woche sind wir bestimmt besser drin. Aber Dienstag sind wir halt da. Johnny kam an. Die ist bereit für dich. Johnny ist alles schon bereit. Musst du noch fotografieren? Ich soll mal kommen jetzt langsam. Ich kann das auch nicht mehr aushalten ohne ihn. Nee, ne? Ich pack die Mandeln jetzt weg, bitte. Gib mal her hier. Irgendwo da rüber. Nehmen wir nach Hause, das ist morgen leer. Alter, die krass geil. Ja, gut. Ja, bis zum nächsten Mal, Onkel Marco. Marco, mal gehört. Willst du eine Abmod machen oder was? Suzuki Gears 500e habe ich auch noch eine da von meinem Kumpel. Die ist natürlich hässlich. Ich sag mal so: Alle Motorräder, die so bis
1980 sind absolut vertretbar. Alles, was danach ist, muss man aufpassen. Also so eine GS 500e, die ist jetzt wirklich nicht schön. Also. Aber gut, okay, ich meine mal. Wie ist? Ja. Bis Freitag, Johnny, ne? Bis kommst Freitag wieder oder was? Geil. Ja, klar, dass er Freitag wieder. Messe bleibt das Wochenende da. Nee, aber er kommt am Freitagabend immer erst so spät, nicht? Nee, Nachmittag. Johnny, dann drehen wir nachmittag eine Suppe. Auf deinen Nacken, du bringst mit oder was? Kann der auch mal auf deinen Nacken gehen? Kann ich ummachen, kann ich liefern. Kann nicht. Kann ich liefern. Kannst du nicht mal den Lehrling so aussaugen? Was denn ein bisschen Gehalt? Gibt's eigentlich in Werder auch so ein Ortsbier so? Aus der Richtung da hinten? Warte mal. Also ein regionales Bier? Ja, bestimmt, wa? Johnny, mach dich bitte mal schlau, ob es bei dir in der Berufsschule da in der Umgebung auch so ein regionales Bier gibt. Aber Werder hat ja Ketchup und Wein. Ja, Wein nehme ich auch. Nach Rot. Alter. Ich würde sagen, wir machen eine Abendmahl jetzt. Ich gehe jetzt ins Bett, ich kann nicht mehr. Tut recht, wir können nicht. Ja, mir tut das leid. Kann ich ja noch ein paar Bier getrunken, aber mir ist nicht. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Richtig anstrengend mit dem Quatschen. Der Motor ist irgendwo auseinander, das war echt eine Kackaufgabe, fand ich. Das aber haben wir ja Meister dich recht. Das hat mir halt keinen Spaß gemacht. Nee, ich nur mal gesagt, du warst doch nicht dabei so. Ich bin froh, dass das getan ist, weil ich habe mir ja davor echt gescheut. Ja. Aber gut, jetzt ist das wenigstens auch fertig. Das hat aber trotzdem keinen Spaß gemacht. Aber ja, die letzten zwei Tage haben mir Spaß gemacht, so mit Alulöffeln und so, war ja cool. Okay. Wir danken euch auf jeden Fall für die geilen Pakete, weil ich freue mich, ich habe so ein Geburtstagspaket bekommen, da freue ich mich schon drauf. Das muss ich aber jetzt erstmal warten, bis ich Geburtstag hatte und naja. Alles wird es. Dürfe ich nicht vorher aufmachen, das ist ja klar. wir bedanken uns aber trotzdem für den ganzen Zuspruch und wisst ihr ja, ohne euch werdet ihr hier auch alles nur Quatsch, was wir hier machen würden. Ja, ja. Wir sehen uns Dienstag und Mittwoch, würde ich sagen. Nee? Dienstag auf jeden Fall, Mittwoch hin sowieso. Sonntag kommt ja auch ein Video. Sonntag kommt für alle Löffel ein Video, wo wir da waren. Ja. Also ich würde sagen, wir holen ab. Eichi fährt nach Hause, geht nach dem Bett hin. Ich trinke noch in Ruhe aus. Du trinkst noch in Ruhe aus und dann sehen wir uns ja morgen oder so. Nicht? Wir sehen uns morgen und wir sehen uns am Sonntag und dann wieder am Dienstag live. Schau mich auf, Freunde. Tschüssi, Kostki. Tschüss. Schlaft gut.